So, herzlich willkommen. Freut mich, dass wir alle beieinander sind. Wie gesagt, Mikros bitte ausschalten und es geht schon los. Um was geht's heute? Und zwar Elektrosmog, Baubiologie und Zellregeneration steht da drauf. Und ich versuche mich daran zu halten. Ich werde einmal am Anfang Elektrosmog und Baubiologie kurz vorstellen. Was ist das eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen? Und werde dann zu den Zellen gehen. Wir werden ein bisschen über das limbische System erfahren, über das Gehirn. Ich möchte noch ein Video zeigen, wie ätherische Öle überhaupt über unseren Riechzinken da ins Gehirn kommen. Und dann der ganze Teil des 12-Punkte-Plans, also was kann man alles machen gegen den Elektrosmog, gegen die Auswirkungen vom Elektrosmog und wie kann man sich da entsprechend schützen. Und dann möchte ich auch noch das Genie vorstellen, diesen Schumann-Frequenzgenerator ganz zum Schluss. So, steigen wir gleich einmal ein und zwar... Baubiologie. Wer mich kennt, ich bin seit also rund 14 Jahren bin ich ausgestiegen, unter Anführungszeichen, oder umgestiegen, quer eingestiegen von der Stadt aufs Land und habe mich dort nicht gleich am Anfang, aber mit der Zeit dann mit der Baubiologie beschäftigt, weil ich ganz einfach gesehen habe, was im Baubereich alles verbaut wird. Und das ist nicht nur schön. Also da gibt es Baugifte, da gibt es Pressspanplatten, Möbel, die ausdünsten mit der Zeit, sehr viel Kunststoffe etc. Das heißt, was ist eigentlich die Baubiologie? Die Baubiologie umschreibt alles das, was mit dem Wohnraum zu tun hat, sprich Luft, Licht, Wärme, Elektrostatik, Materialien und wie wir letzten Dienstag auch von der Kathi den wunderbaren Vortrag gehört haben, Feng Shui. Und zwar Baubiologie, wie betrifft das jetzt Elektrosmog? Und zwar, je natürlicher die Materialien sind, desto weniger Elektrosmog. Die Geschichte ist jetzt die, ihr habt alle einen Wohnraum, egal ob das jetzt ein Wohnwagen ist, ob das ein Wohnmobil ist, ob das ein Tiny House ist, ob das eine Wohnung ist, ob das ein Haus ist, aber jeder von uns lebt in irgendeinem Art von Raum. Und je natürlicher dieser Raum ist, desto weniger Schadstoffe gibt es in der Luft, desto weniger Schadstoffe gibt es bei uns in der Lunge, desto weniger Schadstoffe nehmen wir über die Füße zum Beispiel auf und so weiter. Das heißt, Baubiologie beschäftigt sich quasi mit dem Gesamtganzen. Wir als Mensch in der Wohnung, in dem Haus, in unserem Wohnraum drinnen. Und da versuchen die Baubiologen, egal welchen Bereich Sie da jetzt anschauen, ob das die LED-Lampen sind für die Beleuchtung, ob das der Lichteinfall ist, ob das die Wärme ist, wo es verschiedene Wärmequellen gibt von normaler Heizung zu einer Strahlungsheizung, wo es um die Materialien geht wie Holz, Glas, Metall, Kalk, Lehm etc., wenn es um Feng Shui geht, wenn es um Elektrosmog geht. Da schaut der Baubiologe, dass er quasi ein rundes, schönes Bild hat. Und im Endeffekt kann man sich das so vorstellen als einen Raum, wo man sich ganz einfach wohlfühlt, auf den Punkt gebracht. Ja? Also ich gehe in den Raum rein und fühle mich ganz einfach wohl. Wir haben im Endeffekt, wenn man Baubiologie in einem einzigen Satz sagen, also wenn ich in einem einzigen Satz beschreiben würde, dann würde ich sagen, es geht darum, die Natur von außen so einfach wie möglich in den Innenraum abzubilden, sodass der Innenraum eine Spiegelung der Natur ist. Deswegen gibt es hier zum Beispiel einen Menschen, der bringt auf einer Wandheizung, auf einer Strahlungsheizung, einen Lehmputz auf. Der Lehmputz ist einer der besten Materialien für innen, genauso der Kalk. Genauso wie wir es hier sehen, auch das volle Holz, wenn es geht. Oder eben, also Nutfeder zum Beispiel. Auch von den Beschichtungen, das heißt, es bleibt nicht beim Holz, es bleibt nicht nur beim Lehm, sondern es geht dann weiter über die Beschichtungen, über die Öle, über, also nicht ätherischen Öle, sondern jetzt die Leinöl, also Beschichtungen für die Hölzer. Dann geht es weiter, zum Beispiel hier haben wir einen Teppich. Ja?
Wenn ich einen Teppich kaufen würde oder wenn ich euch das empfehlen kann, dann nehmt einen, der möglichst wenig Kunststoff drinnen hat, also zum Beispiel ein Schurwollteppich, denn solche natürlichen Materialien, die geben weniger Schadstoffe ab, also wenn man sie durch Abrieb sozusagen abnützt. Wenn sie dann trotzdem in der Luft sind, haben sie weniger schädliche Auswirkungen, zum Beispiel für die Lunge. Sie laden sich weniger elektrostatisch auf und können sogar wie der Lehm auch Schadstoffe binden. Der Lehm ist zum Beispiel einer, der auch die Luftfeuchtigkeit regulieren kann. Das heißt, in der Baubiologie geht es auch darum, einen Raum zu haben, wo es nicht muffig ist, wo es keinen Schimmel gibt, wo die Lufttemperatur ungefähr 45 bis 55 Prozent beträgt. Und all diese Materialien, je natürlicher ein Raum gebaut ist, und da kann ich jetzt im Detail nicht darauf eingehen, aber je natürlicher ein Raum gebaut ist, desto weniger Probleme haben wir da und desto bessere Luftfeuchtigkeit, desto besseres Licht etc. Es geht übrigens auch weiter, zum Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, was habe ich an? Ich habe ein ganz normales Leiberl an, das ist 100% Baumwolle. Auch da schaue ich, dass kein Polyester drinnen ist, so gut wie möglich. Genauso bei den Schuhen. Ich habe seit 15 Jahren habe ich nur die Waldviertler. Ich habe davon, glaube ich, 6, 7 Stück oder so. Und das ist ganz einfach ein Schuh, wo du eine Ledersohle hast oder du bist umhüllt von Leder und da schwitzt der Fuß nicht sozusagen. Weil wir werden heute auch merken, dass wir, wenn wir entgiften, dann entgiften wir auch sehr gern über die Füße. Also der Körper entgiftet über die Füße. Und wenn er dann bildet sich da manchmal so ein feucht-warmes Milieu bei den Sohlen. Und natürlich entgiftet er dann nicht nur, sondern er nimmt auch wieder die Schadstoffe aus. Und wenn ich dort einen Plastik, also ich habe zum Beispiel voriges Jahr habe ich mitgeholfen, diesen Bergweltenbus zu bauen und das war ein wunderbares Projekt. Allerdings musste ich da seit 10 Jahren auch wieder mal so einen Plastikschuh anziehen und das war für mich persönlich, ich habe mich immer schon gefreut am Abend, wenn ich diese Schuhe wieder ausziehen kann, weil ich da ganz einfach, da kommt's, da schweißeln die Füße sozusagen. Ja? Und diese Schadstoffe vom Plastik, die nimmt man halt dann auch wieder auf. Das heißt, im Endeffekt, alles, was uns umgibt, hat eine gewisse Auswirkung. Also das muss man natürlich auch in Relation setzen. Das ist jetzt nicht übertragisch, wenn man irgendwo mal ein altes IKEA-Kastel hat. Also so ist es nicht. Aber ganz einfach, wenn ich mich neu entscheiden kann, dann immer für Naturprodukte. Immer für 100% Schuhwolle, Baumwolle, gute Schuhe, die übrigens auch repariert werden können. Also es ist auch ein Teil des Minimalismus, weil ein guter Schuh, den hast du das Leben lang, der wird repariert, der wird nicht irgendwie gekauft, ein Jahr benutzt, weghaut, dann wieder der nächste kauft. Also das ist auch ein Teil. Gut, aber gehen wir weiter. In einem Wohnwagen, in einem Wohnmobil ist es auch möglich, ökologisch zu leben und biologisch zu leben. Da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, da muss man in manchen Bereichen natürlich Abstriche machen, weil es ist nicht hundertprozentig möglich, plastikfrei, vor allem gerade in der Fahrerkabine. Ist klar, kein Problem, aber so gut wie möglich. Und das Thema Elektrosmog ist natürlich auch im Fahrzeug, weil einige von uns haben einen Van und Vanlife etc., ist natürlich auch relevant, weil das Auto ein gewisser Faradayscher Käfig ist. Faradayscher Käfig ist etwas, wo sich sozusagen die Strahlung besser drin halten kann, beziehungsweise Strahlung kommt schlechter von außen rein, geht aber auch von innen schlechter raus. Also hier muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen sage ich auch zum Beispiel, ich werde heute einige Themen vorstellen, für die gibt es aus meiner Sicht einige Lösungen. Eine Lösung davon ist der 12-Punkte-Plan, den ich geschrieben habe. Den könnt ihr nachlesen in Ruhe auf der Tiny and Van-Seite. Das ist wirklich also quasi das, was ich jetzt auch im Schnelldurchlauf mache, also eine Einführung zum Elektrosmog und dann aber die 12 Punkte, wovon ich denke, 10 Punkte davon ganz einfach Vermeidungsstrategie ist. Also wie gehe ich mit den Dingen richtig um? Telefoniere ich wirklich lange so oder mache ich es ganz einfach anders. Das kann ich jetzt im Detail nicht durchgehen, sonst würde der Vortrag, glaube ich, 4 Stunden dauern.
Den gibt es, den gibt es am Blog auch, am Moa-Blog. Und da ist aber ein Querverweis dann auf die Tiny and Van-Seite. Genau, also den findet ihr, kann ich auch gern nachher verlinken. Und zum Teil werde ich auch hier natürlich darauf eingehen. Ja? Dann Immunsystem stärken, das ist auch ein wichtiger Teil daraus. Detox ganzheitlich ist auch am Moa-Blog. Ätherische Öle und der Genie-Schumann-Generator. Ich habe heute, hat mir jemand unter den Vortrag geschrieben, naja, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich will irgendwas verkaufen. Hey, nein, ich will gar nichts verkaufen. Ich mache hier, ich versuche als Baubiologe auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und ja, es gibt natürlich Unterstützungen, genauso wie in anderen Bereichen es Unterstützungen gibt. Aber das muss man nicht machen. Das kann man machen, muss man aber nicht machen. Dazu aber später. Ganz generell zum Thema Elektrosmog. Ich beschäftige mich seit 10 Jahren damit ungefähr und halte auch Vorträge darüber. Ich sage aber nicht, dass ich die Wahrheit habe. Es gibt sehr viele Studien, also rund 20.000 Studien, die kann man selber nachlesen. Und es ist ganz wichtig, dass man sich auch das eigene Bild hier, also die eigene Meinung hier bildet. Man wird wahrscheinlich nicht 20.000 Studien durchlesen, aber ich habe versucht, mir auf der einen Seite anzuschauen von Leuten, die sagen, ah, das ist überhaupt kein Problem, bis hin zu, das ist wirklich ein Problem. Und ich glaube, in diesem Range von bis, von diesem Schwarz-Weiß, gibt es eine sehr bunte Vielfalt. Und ich versuche mich da immer einzupendeln und versuche einerseits diese Seite anzuschauen, andererseits die Seite anzuschauen und mir dann eben eine Meinung zu bilden. Also das würde ich euch auch euch bitten, dass ihr ganz einfach dann am Ende des Vortrags zum Beispiel reinspürt und sagt, okay, das eine und andere klingt für mich sinnvoll und das geht mir aber zu weit oder das geht mir zu wenig weit. Also wie gesagt, da ist schwierig. Es gibt auch übrigens es gibt einige Studien, die natürlich auf die Auswirkungen von Elektrosmog abgezielt sind und die gehen schon sehr, sehr stark in Richtung Bedenklichkeit. Gibt ja einen Grund, warum zum Beispiel auch die österreichische Ärztekammer einen 5-Punkte-Plan gemacht hat und warum weltweit davor gewarnt wird, selbst wenn man sich jetzt ein Handy kauft, steht dort zum Beispiel in der Betriebsanleitung, man soll nicht so telefonieren. Also selbst von den Leuten, die das herstellen, ist das drinnen. Ja? Und dennoch gibt es hier die große Bandbreite. Und ja, genau. Und dann möchte ich mal jetzt, damit es nicht so fad wird, möchte ich ein bisschen zeigen, was ist Elektrosmog überhaupt? Weil darunter kann man sich vielleicht nichts vorstellen. Grundsätzlich, der Name Elektrosmog ist eigentlich ein Überbegriff für die Auswirkungen, die auftreten können, wenn Geräte im Niederfrequenzbereich beziehungsweise im Hochfrequenzbereich Strahlung absondern. Und diese möglichen Auswirkungen, die beschreibt der sogenannte Elektrosmog. Smog ist also die Wolke und wie man es hier auf dem Bild sieht, sind wir halt von einigen Dingen umgeben. Das kann sein eine Hochspannungsleitung, das kann sein ein Fernseher, ein Radio, die Radiowellen, das können Geschirr, also Waschmaschine sein, das kann ein WLAN sein, das kann ein Handy sein und meistens ist es ja eine Kombination aus vielem. Und wenn man sich da jetzt nichts vorstellen drunter kann, dann gibt es solche Geräte dafür. Und zwar einerseits für die Hochfrequenz und andererseits für die Niederfrequenz. Was ist die Niederfrequenz? Im Endeffekt einfach gesagt, in unter einer Minute, das sind alle Haushaltsgeräte. Ja? Also in einem gewissen Frequenzbereich bis zu 3000 Hertz, also der ganz normale Steckdosenstrom und Geräte und was man so hat, Kaffeemaschine, Mikrowelle etc., also alles das ist Niederfrequenz. Was ist Hochfrequenz? Alles, was mit Radar, Satelliten, WLAN, Schnurlostelefon, also deckt, Handy und all dem zu tun hat, auch das 5G. Das 5G, auf das komme ich dann spezieller noch. Wenn wir das jetzt, gehen wir mal von der Niederfrequenz aus. Also die Niederfrequenz hat ein sogenanntes elektrisches Feld und ein magnetisches Feld.
Das elektrische Feld, ich habe jetzt hier den Adapter von meinem Computer und kann hier das elektrische Feld messen. Das elektrische Feld wäre in dem Fall ungefähr 200 Volt pro Meter. So, und wenn ich das abstecke, jetzt stecke ich es ab, dann ist null oder relativ wenig. Genau dasselbe ist, also wenn ein magnetisches Feld, also wenn jetzt hier Strom fließt, dann gibt es ein magnetisches Feld. In dem Fall sind es 500 Nanotesla. Das heißt, hier fließt Strom und da direkt ist, so, wenn ich das wieder abstecke, dann messe ich quasi kein magnetisches Feld. Wenn ich es wieder anstecke, würde ich es wieder messen. Ja? Das heißt, bei einer Steckdose zum Beispiel liegt immer, egal ob etwas angesteckt oder nicht, liegt immer ein elektrisches Feld an. Elektrisches Feld gibt es also immer, wenn Spannung anliegt bei der Steckdose. Wenn zusätzlich etwas angesteckt ist, dann, und es fließt Strom, dann gibt es auch ein magnetisches Feld. Und die, naja, auf die Werte komme ich später erst. So, das ist das Niederfrequenz und jetzt ist das Hochfrequenz. Hochfrequenz ist alles so mit Handy und WLAN etc. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel Instagram Live auf meinem Handy. Und dieses Gerät geht sozusagen in Aussteuerung. Was bedeutet das? Das sind mehr als 2000 Mikrowatt pro Quadratmeter. Das ist eine Energieeinheit pro Quadratmeter. Das heißt, hier ist eine hohe Energie. Das heißt, wenn ich jetzt vom Handy weggehe, weiß nicht, ob ihr das hört, sondern wenn ich mich jetzt davon entferne, jetzt bin ich ungefähr einen Meter weg, jetzt wird es weniger. Dann liegt es wieder das Nächste. Also wenn ich hier wirklich weit weggehe, beziehungsweise von einem anderen Winkel, dann beruhigt sich das. Ja? Das heißt, je weiter ich von diesen Geräten entfernt bin, desto weniger Strahlung. Übrigens, um gleich auf das 5G zu kommen, was ist das 5G? Das 5G ist unter Anführungszeichen nichts extrem Neues, aber es ist in einem gewissen Frequenzbereich, also ungefähr 2 bis 6 GHz oder 2 bis 5 GHz im Moment, wobei ja 6 GHz eigentlich, ein WLAN für draußen, unter Anführungszeichen, so kann man sich das vorstellen. Und es werden an sehr vielen Sendern so kleine Kästchen aufgehängt und die versorgen sozusagen die Leute mit 5G. 5G ist jetzt grundsätzlich nicht irgendwas, wo dann jeder tot umfallen wird, aber es ist eine Sache, die natürlich bedenklich ist, und zwar aufgrund der Art der Frequenz, die später auch einmal in Richtung 60 GHz gehen kann, also der Frequenzbereich wird erhöht werden. Und aufgrund dessen, dass eben diese Beschallung von sehr vielen Punkten aus passieren muss, sind wir eben quasi da gefangen, unter Anführungszeichen. Natürlich in einer Wohnung heutzutage schon ist man auch beeinträchtigt, weil wenn der Nachbar ein WLAN aufgedreht hat, dann geht das natürlich auch durch die Wand. Also die Eigenschaft von elektromagnetischer Strahlung ist, dass sie ja Wände durchdringen kann, sonst könnten wir im Inneren ja nie telefonieren. Die Geschichte beim 5G ist allerdings, es gibt ein sogenanntes Beamforming. Das heißt, wenn ihr euch das so vorstellt, dass hier ist jetzt die Empfangsstrahlung und aber nur, wenn ich jetzt ein 5G-Ready-Telefon habe und telefoniere, dann bündel ich wie einen Beam, also Beam, eine Bündelung, diese Energie hierher. Das heißt, wenn ich 5G nicht benutze, wenn es mir reicht, ein 4G LTE oder 3G Handy zu haben, dann bin ich vom 5G weniger beeinflusst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sogenannte Beamforming. Und die Problematik ist natürlich, dass man das WLAN für draußen, weil es eben so viele kleine Spots sind, wo das aufgehängt wird, man kann es nicht beeinflussen, man kann es nicht abschalten. Das ist das Unangenehme. Deswegen müssen wir uns im Wohnraum halt so gut wie möglich schützen davor. Wenn wir jetzt auf die
auf den 12-Punkte-Plan ein bisschen vorgreift oder ein bisschen eingeht, dann ist es eigentlich so, dass ich sage, erstens einmal nicht so telefonieren, also nicht so nahe. Das heißt, ich telefoniere meistens mit einem kabelgebundenen Headset. Zweitens, zeitliche Exposition. Das heißt, es geht immer darum, wie groß ist der Abstand zu einem zu einer Strahlungsquelle. Und zweitens, wie lange halte ich mich davon zu dieser Strahlungsquelle auf? Ja? Das heißt, wenn ich irgendwie 2 Minuten so telefoniere, das ist ein Unterschied, wie wenn ich 1 Stunde so telefoniere. Ja? Also so, dann Empfehlung, Blaufilter einschalten, denn wenn möglich beim Autofahren, weil auch wieder Faradayscher Käfig, also schlechter Faradayscher Käfig, aber doch Faradayscher Käfig, Handy auf Flugmodus schalten, auf jeden Fall beim Schlafen, da gibt es jetzt eigene Folie dafür, auf jeden Fall beim Schlafen bitte das Handy weglegen, weit genug weglegen oder auf Flugmodus. Auf Flugmodus ist es so, dass keine Strahlung mehr oder weniger da ist, weil dann ist es abgedreht. Ja? Also dann ist Telefonie abgedreht und es ist der Datenverkehr abgedreht. Das heißt, wenn ich jetzt messen würde mit diesem Gerät und er würde also hohe Strahlungsdichte messen und ich würde das dann in Flugmodus bringen, dann ist in dem Moment sofort aus. Ja, also Flugmodus heißt quasi keine Strahlung. Dann bei Geräten ganz generell. Also es gibt, wie gesagt, in diesem 12-Punkte-Plan, ich versuche das jetzt nur überschlagsmäßig zu nennen, lest euch das wirklich Schritt für Schritt durch. Aber bei Geräten zum Beispiel heißt es auch, Abstand zu halten. Abstand von Geräten, die wirklich sehr stark strahlen. Zum Beispiel große Infrarotpaneele, die, ich weiß nicht, 1000 Watt haben. Dort wirklich Abstand halten, weil dieses 1000 Watt-Panel im Normalfall, wenn es jetzt nicht ein super überdrüber Infrarotpanel ist, hat eine hohe magnetische Strahlung. Das heißt, hier ist Abstand von zumindest 1 bis 2 Meter absolut wichtig. Und das kann man übrigens auch messen. Also man kann irgendwie solche Sachen dann einfach in einem gewissen Abstand messen und ihr könnt euch auch von den Herstellern solche Daten geben lassen. Sie werden es nicht immer bringen, aber man kann es einmal versuchen zumindest. Auch dort bei den Geräten ist es so, Abstand zu halten. Das heißt zum Beispiel auch, ist es günstig bei einem Induktionsfeld, ich würde generell Induktionsfeld nicht empfehlen, aber wenn es wer hat, dann ein bisschen Abstand halten und wenn dann nur wenig oft benutzen. Dasselbe gilt für WLAN und im Endeffekt alle Geräte. Das heißt, grundsätzlich alle abschalten, wenn ich es brauche, dann einschalten. Das klingt ein bisschen wie 1900, ja, aber im Sinne des Elektrosmogs macht es halt Sinn und man gewöhnt sich irgendwann dran. Das ist überhaupt kein Problem. Dann gibt es im 12-Punkte-Plan ist dann auch noch drinnen die sinnvolle Verlegung von den Elektrokabeln etc. und abgeschirmte Kabel nehmen und so weiter. Wenn wir ein bisschen mehr auf den Elektromagnetismus und auf die Erde eingehen, dann sehen wir, dass wir im Endeffekt als Körper, ich habe nachher noch ein Bild dazu, aber wir im Endeffekt sind was Ähnliches wie die Erde. Und zwar, wir haben wenn man jetzt die Erde hier hernimmt und hier die Sonne ist ja viel, viel größer als die Erde und die Sonne macht einen permanenten Sonnenwind, unter Anführungszeichen. Das heißt, es gibt eine permanente kosmische Strahlung. Wenn wir bei der Erde kein normales Erdmagnetfeld hätten, dann würde uns diese kosmische Strahlung mehr oder weniger wegblasen. Wir würden als bioelektrisches, biochemisches Wesen mehr oder weniger dem nicht lange standhalten können. Also wir würden crazy gehen. Und das letzte Mal, wie ein sogenannter Solar Flare, eine Coronal Mass Ejection war, das war 1859, da waren die ganzen, da gab es damals noch nicht Handy und die ganzen Geschichten, aber es gab Elektrizität. Und was ist dort passiert? Da gab es große Überspannungen von diesen Elektroleitungen, also von diesen Hochspannungsleitungen und da wurde viel von dieser Infrastruktur zerstört. Das heißt,
das Magnetfeld rund um die Erde, und ich habe das hier aufgezeichnet, das Magnetfeld der Erde schützt uns vor dieser kosmischen Strahlung. Deswegen ist es auch so, dass man am Äquator zum Beispiel die geringsten Anzahl von Mikrotesla, also Magnetfeld, messen kann, im Gegensatz zu den Polen. Bei den Polen hat man ungefähr das Doppelte, das heißt, man hat eine höhere kosmische Strahlung. Es gibt übrigens, wenn Personen, jetzt zum Beispiel ein röntgentechnischer Assistent, der so eine Bleiweste tragt, kennt ihr das, wenn ihr eine Zahngeschichte, also wenn ihr zum Zahnarzt geht und der macht so ein Screening, dann haben die so eine Bleiweste an. Das schützt die Personen vor dieser Leckstrahlung. Genauso ist es, wenn Leute mit dem Flugzeug über die Polkappen fliegen. Das ist normalerweise eher ungünstig, und man sagt, dass dort die Strahlung viel höher ist. Das heißt, die Flüge über die Polkappen werden tendenziell weniger stattfinden. Das heißt, die Leute müssen sich dort auch mehr schützen und die können mehr oder weniger nicht permanent dort bei den Polkappen vorbeifliegen. Also das ist etwas, was man real messen kann. Das ist etwas, was die Erde wirklich auch tut. Und wenn von der Sonne, das kommt alle, weiß ich nicht, es ist jetzt nicht so oft, ja, dass sowas passiert, aber wenn so ein starker Sonnenwind kommt, dann schafft er das, dieses Magnetfeld kurz einmal für Stunden oder ein, zwei Tage wegzudrücken, und dann ist die Erde mehr oder weniger dieser kosmischen Strahlung ausgesetzt. Also grundsätzlich ist die kosmische Strahlung ja was Positives, nur zu viel davon ist für uns Menschen sehr negativ. Weil wir müssen uns verstehen als nicht nur Fleisch und Blut, und manche Menschen wissen schon, dass wir dann darüber hinaus einen Geist und eine Seele haben, aber wir sind auch ein biochemisches, elektrisches Wesen. Das heißt, unser Gehirn kann man messen. Das heißt, hier findet Elektrizität und Elektromagnetismus statt, hier in dem ganzen Bereich, also eigentlich um den ganzen Körper. Aber primär da oben, da geht es wirklich ab. Ja? Da oben im Gehirn geht es ab, über die Wirbelsäule, dann über das ganze Nervensystem hin zu den Extremitäten. Das heißt, wir müssen uns verstehen als bioelektrisches, biochemisches System. Wenn man sich jetzt aber anschaut, dass wir zu 70, also oder anders gesagt, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die Mikrowelle funktioniert. Die Mikrowelle funktioniert so, dass ich ein Gerät habe, wo ich zum Beispiel jetzt irgendwas reinstelle, also ein Gargut reinstelle. Und warum wird das jetzt warm? In dem Gargut drinnen wird Wasser erwärmt. Und zwar warum? Weil auf einer Strahlung von 2,46 Gigahertz mit einer Leistung von 600 bis 1200 Watt wird dieses Essen bestrahlt. Was passiert dabei? Die H2O, also die Wassermoleküle, also H2O, kommen aufgrund dieser elektrischen Ungleichheit, werden die rauf und runter pulsiert durch diese Strahlung, also gehen zwischen der einen, also werden hin und her geschleudert, unter Anführungszeichen. Und dieses Hin- und Herschleudern von den Wassermolekülen erzeugt Reibung, und diese Reibung erwärmt das Gargut. Und die Geschichte ist jetzt die, dass man, wenn man den Menschen als bioelektrisches, also als biochemisches, elektrisches Wesen versteht, aber auch zusätzlich als 70% Wasserwesen, dann können wir uns vorstellen, dass gewisse Strahlung in einer gewissen Intensität auch die Wassermoleküle in uns selbst zu einem gewissen Maß in Bewegung bringen können. Das heißt, das tut was mit uns. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, dass der Elektromagnetismus natürlich unser Gesamtwesen beeinträchtigt. Aber dazu komme ich später. Das ist dieser, also hier auch nochmal die Interferenz natürlicher und künstlicher Frequenzen. Also
hier sieht man auch das Magnetfeld, ja, das Magnetfeld, das uns vor der kosmischen Strahlung quasi schützt. Und hier sieht man auch einen Menschen, der eben zu 70% aus Wasser besteht, mit den verschiedenen Frequenzen. Und hier sieht man übrigens auch von der sogenannten, vom Bundesamt für Strahlungsschutz ist in Deutschland der offizielle Name für dieses Ministerium oder was auch immer das ist. Da gibt es den sogenannten Grenzwert 20 Millivolt pro Meter, dann 50 Millivolt pro Meter und ab 2000 Millivolt pro Meter, da geht es schon richtig ab. Also da sind nachgewiesene Wirkungen und das ist nichts, was jetzt, was ich mir ausdenke, damit ich dieses Thema, weiß ich nicht, tragischer darstelle oder was auch immer, das will ich überhaupt nicht, sondern das ist von ganz offizieller Stelle, sind das die Dokumente, die in diesem Bundesamt verfügbar sind. Das gibt es in Österreich, das gibt es auf der ganzen Welt. Die baubiologischen Grenzwerte allerdings sind immer um einiges niedriger als die offiziellen Grenzwerte. Wenn die baubiologischen Grenzwerte die offiziellen Grenzwerte wären, dann dürften wir nicht so nah bei Hochspannungsleitungen bauen, dann hätten wir einen anderen Umgang mit Handy und Co., dann hätten wir einen anderen Umgang mit WLAN, dann wäre die gesamte Industrie anders. Ganz wichtiger Punkt im 12-Punktes-Plan ist auch der Schlafplatz. Der Schlafplatz ist, also der Schlaf soll für uns die Zeit sein, wenn wir schon im normalen Leben dem Elektrosmog unter Anführungszeichen nicht auskommen, dann soll zumindest der Schlaf uns für diese Zeit absolute Ruhe gönnen, Regeneration auf allen Ebenen, geistig, körperlich, also auf allen Ebenen. Und da ist es wichtig, zum Beispiel ein Bett zu haben ohne Federkernmatratze, also wenig Metalle im Schlafraum, weil es wirkt wie eine Matratze, wie eine Antenne. Dann keine Funkstrahlung von Handy, WLAN, was auch immer, also alles abschalten, was das angeht. Wenn möglich, sogar eine Netzfreischaltung zu machen, das heißt wirklich den Strom abzudrehen, nicht knapp bei einer, also wenn das jetzt eine Steckdose wäre, nicht knapp bei einer Steckdose schlafen, keine Funkwecker oder irgendwas, was so, es gehört alles da nicht rein eigentlich. Also der Schlafraum ist die Rückzugszelle im Prinzip und der ist möglichst baubiologisch gemacht, der ist möglichst ohne irgendeiner elektrischen Strahlungsquelle und wenn möglich auch, ist er ausgependelt auf Wasser, Adern und Kuben etc. Also da gibt es vieles, was den Schlafplatz beeinträchtigen kann. Wenn ihr zum Beispiel keinen Wünschelrutengeher oder jemand, der sensibel auf das Thema ist, habt und ihr merkt es aber trotzdem, heißt, ich schlafe so schlecht, jedes Mal schlafe ich da so schlecht, dann stellt ganz einfach das Bett einmal 3 Meter um und probiert es woanders. Es kann durchaus sein, dass Plätze einfach Störfelder drinnen haben. Ja, das würde jetzt auch zu weit gehen, das im Detail zu beschreiben. Aber am Schlafplatz, aus meiner Sicht, wenn es irgendwie möglich ist, gebt all diese Geräte weg. Gönnt euch den guten, guten Schlaf. Ich habe diese Woche oder vorige Woche einen sehr guten Vortrag gehört von dem Jens Schurer, also den Rüdiger Thalke kenne ich ja schon lange, den kann ich auch empfehlen, aber der Jens Schurer, da habe ich einen Vortrag gehört und zwar der ist eingegangen auf mehr oder weniger Bewegung, gute Ernährung, vollwertige Ernährung, Weglassen von Milch, Fleisch und Co., sich basisch ernähren, dann ist er eingegangen auf das Detox-Programm. Also das ist wirklich auch jemanden, den ich empfehlen kann, schaut euch diese 2 Stunden an. Und er nimmt da auch immer wieder Beispiele an seiner Oma, die 100 Jahre geworden ist. Und aus meiner Sicht geht es ja auch jetzt in diesem Vortrag darum, dass man so schmerzfrei, so krankheitsfrei wie möglich proaktiv 100 und mehr Jahre werden kann. Ja, also da geht es wirklich um die Prävention. Weil Prävention ist natürlich immer einfacher als eine Krankheitsbehandlung. Und ich finde es ja faszinierend, ich bin kein Mediziner und ich kenne mich da zu wenig auch aus, aber was in unserem Körper abgeht, ist ein absolutes Wunder. Das ist so unfassbar, was da für Mechanismen sind, was da gesteuert wird. Vom Hirn, vom Herz,
von den Zellen, von den Lungen, wie die Sonne auf uns wirkt, wie die Verdauung funktioniert, wie dieses Gesamtsystem des Blutkreislaufes überhaupt funktioniert. Also das ist so unfassbar. Und die zwei guten Herren und viele, viele andere geben da einen guten Einblick. Aber wie gesagt, eine Empfehlung, dieser Vortrag zumindest, der hat mich sehr abgeholt. Und der Punkt ist jetzt auch wieder zurückkommend auf den Elektrosmog, dass viele dieser Mechanismen, und ich werde jetzt gleich ein kleines Filmchen zeigen, vieles dieser Mechanismen ist eben nicht plumpes Fleisch und Blut, sondern das sind oftmals Rezeptoren damit im Spiel. Das sind chemische Verbindungen im Spiel. Das sind elektrische Signalgeber im Spiel. Da ist die Zelle im Spiel. Und auch eine Zelle ist mehr oder weniger ein Organismus in sich, das irgendwo was reinkriegt, also eine Zellmembran hat, die kriegt irgendwo was rein, verdaut was, macht irgendwas und gibt wieder irgendwas raus. Das heißt, quasi im Kleinen wie im Großen. Und viele dieser Systeme sind natürlich von Elektrosmog in gewisser Hinsicht beeinträchtigt, weil wenn ihr euch erinnern könnt, was ich da vorher gemessen habe, dann waren das ungefähr, weiß ich nicht, 200 Volt pro Meter. Jetzt habe ich aber euch vorher gezeigt, was der baubiologische Richtwert ist 1 bis 10 Volt pro Meter. Jetzt muss man sich vorstellen, wie hoch ist die Spannung, wenn man da nochmal zurückgeht vielleicht, wie hoch ist die Spannung, die ich vorher gesagt habe, die als Basiswert genommen wird. Wir sind hier im Millivolt-Bereich und sogar im baubiologischen Bereich noch viel tiefer. Das heißt, in unserem Körper sind keine Volt, sondern Millivolt und viel weniger. Das heißt, wir sind an Faktor 1000 und zum Teil eine Million drunter. Das heißt, wenn zwei Synapsen sich miteinander verbinden und zum Beispiel einen elektrischen Puls machen, da geht es nicht um Volt, sondern das sind Mikrovolt, die hier aktiv sind. Und deswegen ist es auch so, dass dieses System, was wir haben, ein sehr fragiles unter Anführungszeichen ist. Das heißt, wenn eine sehr starke Strahlungsquelle kommt, die ganz einfach mit, ich sage mal, 2000 Mikrowatt pro Quadratmeter hier funkt, ja, dann beeinträchtigt das natürlich mein normales Körpersystem. Weil mein normales Körpersystem quasi basiert auf geringeren Leistungsdichten. Unsere Nasen sind wahre Wunderwerke der Natur. Das ist wichtig in einer Welt voller Düfte. Wir leben inmitten von Duftwolken, in Schwaden von flüchtigen Molekülen. Düfte beeinflussen Stimmungen, wecken Gefühle und lassen Lust und Ekel entstehen. Sie lösen Assoziationen aus und wecken Erinnerungen. Ohne unseren Geruchssinn wäre Essen ein fades Erlebnis. Was fälschlicherweise der Zunge zugeordnet wird, ist in Wirklichkeit eine Fähigkeit der Nase. Das Riechen ist also extrem wichtig bei der Beurteilung unserer Umgebung. Was genau passiert beim ältesten aller menschlichen Sinne, dem Riechen? Alle duftenden Dinge geben flüchtige Moleküle in die Luft ab. Die meisten Gerüche sind Gemische aus hunderten verschiedener Moleküle. Im obersten Bereich der menschlichen Nase finden wir die Riechschleimhaut. Sie ist beim Menschen so groß wie eine Briefmarke. In ihr eingebettet liegen die Riechsinneszellen. Sie tragen feine, in die Nasenschleimhaut ragende Sinneshärchen, die Zilien. In der Membran der Zilien befinden sich die Geruchsrezeptoren, die Andockstellen für die Duftmoleküle. Sie sorgen dafür, dass wir mehr als 10.000 verschiedene Düfte wahrnehmen können, und seien sie noch so gering konzentriert. Geruchsrezeptoren sind große Proteine, die über 7 Molekülschlaufen in der Zellmembran verankert sind. Der Mensch hat 350 verschiedene Geruchsrezeptoren. Hunde oder Ratten besitzen sogar fast dreimal so viele. Dockt ein Duftmolekül an, löst dies eine Kettenreaktion aus. Der Rezeptor aktiviert ein Enzym, das einen Botenstoff produziert. Dieser öffnet Kanäle in der Zellmembran. Jetzt strömen positiv geladene Teilchen, in diesem Fall Natriumionen, ein. Ein sogenanntes Aktionspotential entsteht.
Das heißt, die Duftinformation wird hier von der chemischen in die elektrische Sprache übersetzt. Und dabei wird das eigentliche Duftsignal sogar noch tausendfach verstärkt. Die Reize werden über die Riechsinneszellen und durch das Siebbein weitergeleitet. In den Riechkolben. Er liegt direkt oberhalb der Nasenwurzel und enthält rund 30.000 Glomeruli. Das sind winzige Rechenzentren, in denen die Informationen aller Riechsinneszellen gesammelt und weiterverarbeitet werden. Das Gehirn weiß zu diesem Zeitpunkt schon genau, welcher Geruch uns in die Nase gestiegen ist. Damit wir aber mit dieser Information etwas anfangen können, muss sie erst vom Riechhirn eingeordnet werden. Ist der Geruch angenehm, unangenehm oder gefährlich? Eine faszinierende Leistung, die tagtäglich Nase und Gehirn vollbringen, um Gefühle und Assoziationen zu wecken oder um auf Gefahren reagieren zu können. Ja, da sind wir jetzt beim limbischen System. Ihr habt das zum Schluss gesehen, das limbische System, was ist das? Das beschreibt den Hippocampus, die Amygdala, den Thalamus, den Hypothalamus. Und man sieht es hier auf diesem Bild, der Hippocampus spielt eine Rolle, wenn es darum geht, das Short-Term-Memory ins Long-Term-Memory zu führen, also im Lernprozess. Die Amygdala ist der sogenannte Mandelkern, der spielt eine Rolle bei den Aggressionen, bei Ängsten, bei den Ursexualtrieben, beim Essen, beim Trinken. Der Hypothalamus, der kontrolliert den Blutzucker, Glucose, Salz und Hormone im Körper. Und so spielen halt diese, wenn man es hier auch sieht, also das Großhirn, Kleinhirn, hier der Hirnstamm. Und hier geht es dann weiter zur Wirbelsäule und hier werden dann die Informationen weitergeleitet. Und das Faszinierende an diesem Riechorgan, deswegen ist es auch so, dass wenn wir etwas riechen, dann sind wir manchmal sofort in unsere Kindheit versetzt, weil dieses System eben hier diesen direkten Zugang zum Lernsystem haben. Das heißt, das, was wir jetzt gesehen haben, geht da durch und es wird zum Teil von gewissen Systemen nicht beeinträchtigt, wo andere sensorische Dinge durchkommen. Das heißt, es geht quasi direkter durch, ohne Bewertungen. Und im limbischen System, unter Anführungszeichen, haben wir die Gefühle, die Bewertung, die Entscheidung. Und dort ist das Riechen eben ein hoher Faktor in dieser Bewertungsstrategie. Man sieht es vielleicht auch hier noch, Hypothalamus reguliert intern Zustand des Körpers. Da ganz wichtig auch die Hirnanhangdrüse und die Zirbeldrüse, also Zirbeldrüse fürs Melatonin, für die Melatoninproduktion, ganz, ganz wichtig. Und die Hirnanhangdrüse, eigentlich die Drüse, die alle anderen Drüsen unter Anführungszeichen steuert. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dieses sogenannte, also wenn ihr jetzt so Satelliten seht, ja, das sind die sogenannten vom Elon Musk, des über die SpaceX raufgeschossenen Satelliten. Da wird oben ein Grid erzeugt mit 12.000 Satelliten, das mehr oder weniger ein schnelles Internet nachbildet. 5G und Starlink haben nicht unbedingt was miteinander zu tun. Es kann allerdings sein, dass 5G durch diese sehr schnellen und hohen Übertragungsraten quasi vom Handy zur Bodenstation vom Starlink weitergibt. Im Endeffekt, ich habe es auch in diesem 12-Punkte-Plan gesagt, 5G und Starlink und was alles kommen wird, beeinträchtigt eigentlich jetzt meine skeptische Sicht und diesen 12-Punkte-Plan nicht wirklich. Weil es ist jetzt technisch nicht extrem was anderes. Es geht immer darum, wie viel Leistung, mit welcher Frequenz, wie pulsiert, und wie lange zeitlich ausgesetzt und mit welcher Distanz kommt auf meinen Organismus und kann meinen Organismus beeinträchtigen. Und da ist auch ganz typunterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind elektrosensibel. Es gibt Menschen, die sagen, okay, ich spüre doch überhaupt nichts. Und diese Menschen, die sagen, okay, ich spüre doch überhaupt nichts, wenn diese Menschen dann einmal eine Woche in den Wald gehen und dann wieder zurückkommen, dann merken sie oft, dass sie doch was spüren.
Übrigens ist es so, dass also 5G, Elektrosmog und die Kombination mit Impfungen etc. und mit dem Lebensstil kann dazu führen, dass das Immunsystem geschwächt wird. Das heißt, es ist gut, sich all diese Bereiche anzuschauen. Das heißt, ganzheitlich zu denken, wie ich es auch gerne sage, im Rad des Lebens. Weil was diese, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt eine Firma, das ist auch Elon Musk, die sozusagen mit dieser Neuralink, also einerseits gibt es ja diese Idee, da einen Chip einzubringen für, man verkauft es dann immer für, weiß nicht, sehr gute Dinge, aber im Endeffekt ist es aus meiner Sicht nicht sehr gut. Und dann gibt es eben Neuralink, das so 10.000 Elektroden da irgendwie drinnen sitzen hat. Und die Idee ist dann zum Beispiel, jemanden, der querschnittgelähmt ist, der kann dann mit seinen Gedanken die Kaffeemaschine einschalten, was in dem speziellen Fall ja durchaus sinnvoll sein mag. Aber ich denke, für uns Menschen, wir haben sozusagen zwei Füße und zwei Hände und wir können zur Kaffeemaschine gehen und wir müssen sie nicht unbedingt mit den Gedanken einschalten. Also, ja, hier gibt es den Spruch, irgendwie Gott hat uns zwei Füße gegeben zu gehen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, dieses System hier wirklich in dieses biochemische System reinzugehen, und das ist nicht jetzt irgendwas, was erfunden ist, sondern da gibt's Modelle dazu, dass du diese Gedanken quasi auch abgreifen kannst. Und natürlich quasi geht es darum, das rauszugeben. Das heißt, was denken die Menschen? Dann brauchst du nicht mal mehr ein Handy und du kriegst dann quasi die Werbung, weil du irgendwie gesagt hast, Kinderwagen, und dann erscheint irgendwie die Werbung für Kinderwagen. Nein, das wird schon vorweggenommen. Dann kannst du irgendwie ihnen mehr oder weniger diesen Neuralink draufsetzen. Und dann weißt schon vorher, was die brauchen. Ja? Also das geht natürlich in beide Richtungen und da muss man ein bisschen aware sein. Die gute Nachricht ist allerdings, das menschliche Bewusstsein ist immer stärker als diese Systeme und immer, also man darf nicht, aus meiner Sicht soll man nicht naiv sein und sagen irgendwie, ah, das ist alles ein Umbruch und das wird nie kommen. Das ist zum Teil schon da. Ja? Also das ist schon wirklich da. Auf der anderen Seite, der Mensch und das Bewusstsein ist immer stärker. Ja, also wenn man das ein bisschen muss man es halt für sich richtig entscheiden, sagen wir so. Da gibt es eh nicht richtig und falsch, jeder macht es für sich selbst. Also limbisches System. Ganz interessant auch, was ist unser Herz fähig? Also das ist jetzt auch nichts Esoterisches, sondern das ist messbar. Das Herz, zum Beispiel positive Emotionen, können bessere Entscheidungen hervorrufen, ist das eine. Eine positive Lebenseinstellung erhöht das Immunsystem, ist das andere. Dann der Herzschlag von einer Mama zu ihrem Baby synchronisiert sich, ist der dritte Punkt. Also hier ausgehend positive Lebenseinstellung und wirklich auch eine positive Lebenssituation kann das Körpersystem verbessern, kann präventiv dazu beitragen, dass du eben gesund 100 wirst oder älter. Und hier sieht man auch in dem Bild oben, das ist das, was ich gemeint habe, dass wir mehr oder weniger ein Vortex sind. Also wir haben eine Energie. Das heißt, das Herz schlägt in einer gewissen Frequenz, das Gehirn arbeitet in unterschiedlichen Frequenzen und diese Aura, wie man auch sagen will, die ist messbar, die ist fotografierbar, das ist nicht etwas, was sich Esoteriker aus dem Finger ziehen, also das ist eine Realität. Das kann man verneinen, wenn man sagt, okay, man sieht es nicht, ja, dann, aber Elektrosmog sieht man auch nicht. Ne? Also es ist viele Dinge, die man nicht sieht, heißt nicht, dass es nicht da ist. Zirbeldrüse, Melaninproduktion, ganz interessant, wenn die Zirbeldrüse, also die Epiphyse, durch zum Beispiel Elektrosmog, und auch das ist nachgewiesen, zu stark beeinträchtigt ist, dann wird die Melatoninproduktion blockiert bzw. reduziert. Was ist das Problem? Das Melatonin steuert unseren Schlafrhythmus, das ist das Erste. Also Schlafen ist enorm wichtig für diese Regeneration des Körpers, um da wirklich quasi wieder zu vollen Kräften zu kommen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr
gewissermaßen beeinträchtigt seid, wenn ihr irgendwie eine was auch immer habt, ja, ein Wehwehchen, manchmal reicht es, drüber zu schlafen, ganz einfach. Manchmal nicht, aber manchmal reicht es, drüber zu schlafen und am nächsten Tag schaut die Welt schon anders aus. Was macht das Melatonin noch auch? Es beseitigt freie Radikale, wie übrigens auch der Antioxidantiensaft und viele unserer Dinge, die wir da drinnen haben. Melatonin unterstützt auch unser Immunsystem. Das heißt, wenn ich vorher gesagt habe, zum Beispiel, es ist auch fürs Immunsystem beeinträchtigend, wenn ich zu viel Elektrosmog ausgesetzt bin, dann ist das eben zum Beispiel die Zirbeldrüse, die wiederum die Melatoninproduktion steuert etc. Aber ich meine, so einfach ist es ja auch nicht. Ja? Wenn ich jetzt Mediziner wäre, ich könnte wahrscheinlich dann 2 Tage einen Vortrag halten, wie diese physiologischen Mechanismen genau sind. Also das wirklich nur als Überblick. So, und jetzt komme ich auf ein sehr spannendes Thema, und zwar, wir haben es jetzt vorher in diesem kleinen Filmchen schon gesehen, wie können jetzt ätherische Öle da unterstützen? Ihr kennt es vielleicht da unten, diejenigen, die schon ein bisschen mehr mit ätherischen Ölen arbeiten, diese Grafik, in 22 Sekunden sind die im Gehirn. Das ist das, was wir im Filmchen jetzt gesehen haben. Also das dauert eine gewisse Zeit, aber in 22 Sekunden oder sagen wir 20 Sekunden sind die da drinnen. In zwei Minuten kann man sie im Blut nachweisen und in 20 Minuten oder in 30, das ist nicht so genau und je nach ätherischen Öl auch ein bisschen unterschiedlich, kannst du sie in den Atemwegen nachweisen. Das heißt, du atmest mehr oder weniger das aus. Ätherische Öle sind deswegen so genial, weil sie sind fettlöslich und sie können diese Zellmembran durchdringen. Deswegen muss man auch extremst aufpassen, welche ätherische Öle man verwendet. Und natürlich sind wir da bei Young Living mit den allerbesten quasi in der ersten Reihe. Also wir müssen wirklich schauen, dass diese ätherischen Öle nicht irgendeinen Zusatzstoff haben, weil dieser Zusatzstoff dann auch wieder in die Zelle kommt. Also das kann wirklich gefährlich und kontraproduktiv werden. Warum ist das noch so? Die ätherischen Öle haben aufgrund der Destillation ein geringeres molekulares Gewicht und eine Größe. Also sind relativ flüchtig, unter Anführungszeichen. Und sind eben fettlöslich. Das heißt, die können wirklich alle Zellen quasi des Körpers beeinflussen. Ätherische Öle sind auch, können fungieren, also da gibt es einen Vortrag, der heißt, können ätherische Öle die DNA umprogrammieren? Also ganz so ist es nicht, aber sie können dazu führen, dass wenn zum Beispiel, man hat sich jetzt das Knie angeschlagen und das Knie schwillt irrsinnig schnell an. Und diese schnelle Anschwellung ist mehr oder weniger vom Körper eine Reaktion, die gut ist. Also es ist eine automatische Reaktion des Körpers. Es ist im Endeffekt in der Zelle so, dass sich diese Proteine dann miteinander verkleben und auch dort können ätherische Öle helfen, das Ganze wieder ein bisschen flexibler zu machen und dem Körper zur Normalfunktion verhelfen. Also sehr, sehr interessant, was wirklich ätherische Öle können. Und deswegen muss man wirklich aufpassen, welches Öl nehme ich wann. Und wie oft und in welcher Dosierung muss ich es vielleicht verdünnen, etc., etc. Auch sehr interessant, weil ich bin nicht jemand, der sagt, nur ätherische Öle, immer nur und das sind die allerbesten und alles andere ist schlecht. Nein, sage ich nicht. Wenn man zum Beispiel Kräuter, also wenn man jetzt zum Beispiel, ich esse auch manchmal einfach Rosmarin und ich habe natürlich auch das Rosmarin Essential Oil. Wo ist da der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass du, wenn du Kräuter isst, hast du mehr oder weniger so wie beim Wolfsbeerensaft auch das Püree mit dabei. Also du hast die ganze Pflanze. Du hast bei den ätherischen Ölen durch die Destillation hast du sozusagen nicht die ganze Pflanze, was Vor- und Nachteile hat. Das heißt, wir kommen wirklich tief in Zellebene rein durch das geringe molekulare Gewicht. Wir haben aber nicht das hundertprozentige Spektrum, also das kommt aufs ätherische Öl drauf an, aber es macht schon auch Sinn, das in Kombination zu sehen. Das heißt, sowohl als auch, also Pflanze, zum Beispiel Rosmarin,
gemeinsam mit dem ätherischen Öl Rosmarin. Ja, also die können sich da wirklich auch schön ergänzen. Und übrigens das, ich habe das bewusst da reinkopiert, weil man darf das über ätherische Öle ja nicht sagen, das ist bewusst über Kraut, also das Rosmarinkraut. Das wurde 2011 zur Heilpflanze des Jahres gewählt. Und hier sieht man die Dinge, die es machen kann. Also und das kann man ja sozusagen einem Heilkraut durchaus zusprechen. Ja. Wir dürfen es bei den ätherischen Ölen nicht sagen, ist okay, aber man darf trotzdem ganz neutral über gewisse Mechanismen von Kräutern kann man natürlich sprechen. So, jetzt kommen wir auf die ätherischen Öle. Und zwar, welche würde ich empfehlen, wenn ich an Elektrosmog und Immunsystem denke? Also der Gary Young hat die Mischung Melrose. Das ist Rosmarin, Nelke, Teebaumöl und Niauli. Niauli ist etwa so wie Myrte. Das ist ein Myrtengewächs, ich glaube aus Asien. Verbunden, das ist speziell für diese Art von Strahlungen gemacht. Also das würde ich einmal grundsätzlich empfehlen. Ist übrigens auch sehr gut Oregano und Thymian. Oregano und Thymian sind aber, da muss man schon sehr gut wissen, wie man die einnimmt. Melrose ist eine Mischung, also ich gebe sie sehr, sehr gern auf die Brust, riecht ihr es nicht gut. Ja. Genau, Melrose. Also wirklich, Melrose wäre so quasi, wenn ich jetzt gefragt werden würde, okay, Elektrosmog, dann sage ich Melrose. Natürlich gibt es da noch ganz, ganz viele andere. Genauso wie man zum Beispiel jetzt sagt, okay, welche Öle gibt es für einen guten Schlaf? Da fallen mir ad hoc 12 Öle ein und dann gibt es aber noch 12 Öle. Also das wäre halt primär mal für den Elektrosmog. Endoflex unterstützt die Schilddrüse, wirkt beruhigend und die ätherischen Öle der Endoflex-Mischung fördern allgemeine Lebenskraft und Vitalität. Da ist drin grüne Minze, deutsche Kamille, Myrte, Geranie, Salbe und Muskatnuss. Also sehr gut. Wir kommen dann auch kurz zu den Chakren. Sehr gut für diese Ebene auch eben die Schilddrüse zu unterstützen. Und das Juvaflex. Das Juvaflex ist, da gibt es das Juvaclense und Juvaflex. Und Juvaflex, ich habe es jetzt auch bestellt, ich werde es probieren. Und zwar im Rahmen einer Detox-Leber-Darm-Sanierung. Und zwar mit dem ICP und mit dem Juvapower. Das Juvaflex wirkt sehr gut, vor allem wenn man es mit dem D-Chais verbindet. D-Chais kennt ihr ja, oder die neuen vielleicht nicht, aber D-Chais. Kommt auf der nächsten Folie. DJs, da geht es um die Verdauung. Also wenn man zu schwer gegessen hat, wenn man zu viel gegessen hat, wenn man zu fett gegessen hat, hilft einem das DJs hier wieder zu einer normalen Funktion zurückkehren zu können, zu einem leichten Gefühl, zu einem angenehmen, leichten Gefühl. Und das Juvaflex ist eben eine Möglichkeit, hier wirklich auch eine Leber-Darm-Reinigung und gesamtheitliche Detox zu machen. Wenn ihr an einem Detox-Programm interessiert seid, dann gibt es auch auf dem Amoha-Blog 10 verschiedene Artikel dazu. Ganz kurz noch zum Endoflex. Das ist nicht für Schwangere geeignet, da es die Schilddrüse reguliert und somit auch auf die Hormonproduktion einwirken kann oder irgendwie Einfluss haben kann. Und Melrose, sage ich jetzt nochmal, ist eine sehr heiße Mischung, also Nelke, Rosmarin, das sind Öle, die pur, vor allem die Nelke, also das sollte man, wenn man sich das großzügig aufträgt, immer verdünnt anwenden. Nur kurz. Elektrosmog und Immunsystem. Immunsystem spielt da rein. Man kann das gar nicht so isoliert betrachten und sagen, okay, jetzt kümmere ich mich um das im Elektrosmog, aber mir ist das Immunsystem egal. Ich würde es als Ganzes betrachten, als ganzheitliches Thema. Und Immunsystem können wir sehr gut stärken über zum Beispiel Inner Defense. Da ist auch Oregano, Thymian und Thieves und andere drinnen. Über die Super C, also da gibt es einige Nahrungsergänzungen, auf die ich jetzt zeitlich gar nicht eingehen kann. Da gibt es das Life 9, das sozusagen die Darmflora wieder aufbaut. Und
Dann gibt es Raven. Raven, eine sehr interessante Mischung, die ähnlich dem RC ist. Also Raven ist eine sehr erfrischende, da ist auch Pfefferminz, Zitrone etc. drinnen. Und Ravinzara, also sehr erfrischend, hell, Eukalyptus auch, die eben da unterstützen können. Vor allem jetzt, wenn es auch darum geht, zum Beispiel die Atemwege, die Lunge. Ja, da ist wichtig, irgendwie eine gute, kräftige Lunge zu haben, die, wo auch der gute Sauerstoffaustausch passiert. Also da geht es darum, so wie ich bei der Folie vorher gezeigt habe, ich bin kein Mediziner und ich kann nicht alle Bereiche da jetzt abdecken. Aber es macht ganz einfach Sinn, sich den Gesamtkörper als den Körper als Wunder zu entdecken oder zu akzeptieren und da eben in verschiedenen Bereichen zu unterstützen. Und natürlich der Ninja Red Saft. Der Ninja Red Saft ist einer der Möglichkeiten, wie man sein Immunsystem stärken kann. Er hat die Wolfsbeere drinnen, er hat 4 Essential Oils drinnen, dann zusätzlich Granatapfel, Aronia, Blaubeere etc. etc. Gibt es auch einen eigenen Vortrag darüber. Das sogenannte Set, wo das drinnen ist, das kennen selbst die Young Living Leute oft nicht. Das ist das Golden Touch. Das Golden Touch ist ein Set, ein wunderbares Set, wo man die Melrose drin hat, Endoflex, Juvaflex, Raven. Raven, ein sehr unbekanntes Öl, sage ich einmal. RC, das kennen wir aus dem Starter-Set. Dann Thieves, gerade in der Zeit jetzt, also das letzte Monat ausverkauft, nicht umsonst. DJs für die Verdauung. Und wenn man hier zum Beispiel hernimmt, man hat DJs und Juvaflex, die zwei in Verbindung sind sehr, sehr gut, wenn es darum geht, Detox, Verdauung, Magen-Darm, also alle diese Geschichten. Dann hier Melrose, wie gesagt, für Elektrosmog zur Unterstützung, Endoflex für die Schilddrüse, Raven und RC für dieses leichte, erfrischende System. Also da ist man wirklich mit dem Set ganz gut aufgestellt. Natürlich gibt es dann jetzt noch das Starter-Set und dann habe ich noch andere Folien, zum Beispiel für Schlafgutöle. Also es gibt da mittlerweile, glaube ich, 10 so Factsheets, wo ich verschiedene Öle zusammengetragen habe. Gesundheit. Bless you, my dear. Aber da kann ich jetzt im Detail eigentlich gar nicht drauf eingehen. Ich möchte nur eine Folie noch zeigen, dann komme ich wieder zu einem kleinen Filmchen, weil es vielleicht zu fad ist, wenn ich zu lang plappere. Und zwar die 7 Ebenen, die 7 Chakren kennt ihr ja. Also Wurzelchakra, Sakralchakra, Solarplexus, Herzchakra, Kehlchakra, drittes Auge, Kronenchakra. Und übrigens, es gibt Philosophien Philosophien, sagen wir mal, wo eben zum Beispiel das dritte Auge die Zirbeldrüse ist und das Kronenchakra die Hirnanhangdrüse. Deswegen extrem aufpassen auf diese zwei Drüsen. Die können auch durch andere Mechanismen zum Beispiel beeinträchtigt sein, verkalkt sein. Ja? Da spielt Wasser natürlich eine Rolle. Also da spielt das gesamte Leben eine Rolle und auch zu einem gewissen Maß eben der Elektrosmog. Und eben, also Kronenchakra, Hirnanhangdrüse. Die Hirnanhangdrüse ist mehr oder weniger die Steuerung für alle anderen Drüsen. Auch hier im Kehlchakra die Schilddrüse. Also das sind auch Drüsen. Also Chakren sind ja eigentlich Energiekreuzungspunkte. Aber man kann auch im Endeffekt sagen, also Ramta sagt das zum Beispiel, dass eben das Drüsen wirklich repräsentiert. Und hier habe ich eine Übersicht gemacht, wenn man es von unten anschaut. Die erste Ebene, zweite Ebene, dritte Ebene, vierte Ebene, fünfte Ebene, sechste Ebene und siebente Ebene. Und hier kann man also wirklich von den Chakren schön irgendwie raufgehen. Das heißt natürlich nicht bitte, dass nur diese 3 oder 2 Öle für das jeweilige Chakra gut sind. Aber man muss halt einmal ab und zu von den Ölen auch welche rauspicken. Und wenn wir es von unten anschauen, dann ist es natürlich Grounding, also sehr stark, dass wir die Energie von unten haben, dass wir verwurzelt sind, Valor, dass wir Kraft haben, Mut haben, Zuversicht haben. Dann so in diesem Bereich zweites, drittes Chakra, das sind im Endeffekt, wenn ihr kennt, das Feeling Set. Im Feeling Set ist drinnen Release, Harmony, Inner Child, Forgiveness und noch 2 andere.
Das arbeitet vor allem in diesem Bereich Sakralchakra und Solarplexus, weil es auch darum geht, also sozusagen die Wut rauszubringen, in die Vergebung zu gehen, die Traumen rauszubringen, um dann schön in die vierte Ebene zu gehen. Da habe ich persönlich ausgesucht, Acceptance, Rose und Jasmin, wirklich herzöffnende, nicht im chirurgischen Sinne, Öle, die wirklich das Herz schön weit und schön aufmachen. Also wer es kennt, Acceptance, eine wunderbare Mischung, unfassbar. Eine Dame, letztes Mal, die Doris, hat gemeint, irgendwie, sie hat da so ein Öl, das fasziniert sie so dermaßen, das hat sie so weitergebracht und sie hat immer vom Selbstliebeöl gesprochen. Und ich habe gesagt, sag mal, was ist das Selbstliebeöl? Wir haben beim Young Living kein Selbstliebeöl, also es wäre mir neu, ja? Was meinst du eigentlich? Hat sie gesagt, ne, Acceptance, ja? Acceptance, das Selbstliebeöl. Dann im fünften Chakra, die Kamille und Belief, diese Mischung von Idaho Blue Spruce, Bergamotte und Weihrauch, eine wunderbare Mischung für diese Ebene. Und dann eben noch weitergehend in die sechste Ebene, Lavendel Transformation, White Angelica. White Angelica ist also dieser Schutz, der uns umgibt. Lavendel übrigens, ein absolut faszinierendes Öl. Also wenn man einsteigen will in die Ölewelt, aus meiner Sicht, ja, dann Lavendel, Pfefferminz, Zitrone. Das sind so die top, top, top. Ja. Also wenn man da wirklich einen einfachen Einstieg einmal haben will, um in diese Welt reinzugehen. Und man sieht ja, wie hoch dann auch schon Lavendel hier angesiedelt ist. Heißt übrigens nicht, dass jetzt Valor und Grounding schlechter sind. Gell? Also es ist, jede Ebene ist gleich gut. Und ganz oben habe ich ausgesucht den heiligen Weihrauch, die Myrrhe und Highest Potential. Diese Öle natürlich auch sehr, sehr gut in der Meditation zu verwenden, in dem, wo man zur Ruhe kommt, in Atemtechniken und eben den Werkzeugen, die ihr dafür da schon bereitet habt, die wir auch manchmal in den Calls natürlich dann durchgehen. Auch nochmal ein kurzer Hinweis auf den wunderbaren Vortrag von der Kathi Frauenbaum. Auch hier geht es ja darum, den Wohnraum im Feng Shui zu betrachten. Sie hat dann 8 Öle hergenommen, die vom Norden, Osten, Süden, Westen und dann eben Südwesten etc. Wirklich den Wohnraum, die Eingangstür, den Schlafraum, die Toilette etc. Also dass dieser Wohnraum auch wirklich im Feng Shui schön eingebettet ist. Also diesen Vortrag gibt es auch zum Nachschauen. Wenn euch das interessiert, ich lege es euch ans Herz. So, jetzt geht's weiter mit Genie, dem Schumann-Frequenzgenerator. Thank you.
Kurz zu Genie, der wird seinen eigenen Vortrag geben mit dem Niki. Und zwar, was ist Genie? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. In den 70er, 80er Jahren wurden Leute zum Mond geschickt, und also ab den 60, Ende der 60er Jahre. Und die hatten am Anfang ziemliche psychische und physische Probleme. Und mir ist dann draufgekommen, dass die quasi im Orbit zu weit von der Erde entfernt sind. Das heißt, da hat man dann einen sogenannten Schumann-Frequenzgenerator eingebaut in diese Kapsel, wo die drinnen waren. Und dann ging es ihnen besser. Und zwar diese Schumann-Frequenz 7,82 Hertz, die Erdfrequenz. Und dieses Teil, was ich da mittlerweile auch habe, da kann man, der gibt diese Frequenz ab, und da kann man eben diese drei Stufen einstellen, und dazu wird es einen eigenen Vortrag geben. Ich kann jetzt dazu gar nicht so viel sagen, weil ich das selbst auch noch zu wenig lang habe. Wir merken das ist schwierig zu sagen, ja? Also, aber es kann dir ganz einfach helfen, dieses Feld aufzubauen, dich einfach zu schützen. Ja? Und also da gibt es einen eigenen Vortrag dann. Der Niki kann das auch besser erklären. Ich bin da auch noch neu, was das angeht, in dem Bereich. Aber auf jeden Fall arbeiten wir da auch in dem Bereich. Gib Elektrosmog keine Chance und bau proaktiv dein Feld auf. Wie wir es auch mit den Ölen übrigens machen. Wir natürlich schauen wir, dass wir proaktiv das Immunsystem schützen. Wir schauen proaktiv auf unsere Leber, auf unsere Organe, auf unser Gehirn etc. Und genauso machen wir das auch mit dieser Schumann-Resonanz. So, jetzt noch ein kleines Filmchen, dann bin ich, glaube ich, am Ende des Vortrags. Und zwar von Gary Young. Told you he's too big for you. Hey, good luck. He'll be back.
So, hier möchte ich den Vortrag beenden. Also der letzte Film zeigt für mich einerseits die Komponente psychisch und physisch. Und das ist das Schöne dran. Und somit freue ich mich auf unseren Austausch. Dankeschön. Wer mag, ganz gern einfach Mikro aufdrehen und genau. Ich hoffe, es war nicht zu lange. Ich werfe da mal kurz eine Frage ein. Ich meine, ich glaube, ich kann sie eh fast selbst beantworten, aber ich frage doch nochmal nach, weil ich jetzt auch vor kurzem erst die tollen Apple Bluetooth-Kopfhörer mir besorgt habe. Das ist wahrscheinlich dann auch klar, weil du hast doch gesagt am Anfang mit Kabel nur, also dass du nur mit Kabel auf die Kopfhörer, also auf Kopfhörer hörst. Also Bluetooth-Kopfhörer dann natürlich auch mit Strahlung. Also sagen wir mal so, es ist immer die Frage der Relation. Also grundsätzlich besser als so, weil hier schon mal weniger Energie ankommt. Ja, das heißt, irgendwie du hast mehr oder weniger, vor allem wenn du zum Beispiel 5G hättest, ja, und du hast beim Beamforming das 5G hier sehr stark in dem Bereich. Und du legst aber irgendwie zum Beispiel das Handy 1 Meter oder 2 Meter weg und hast dann die Bluetooth-Stöpseln drinnen, ist es immer noch besser. Ja, ist immer noch besser als so. Und also es ist eine andere Art von Strahlung auch, weil im Endeffekt der Funk, quasi dieser Stöpsel, mit dem anders kommuniziert, als der Sender mit dem kommuniziert. Also ist schon mal super, ist schon mal viel, viel besser. Noch besser ist natürlich das kabelgebundene, beziehungsweise das sogenannte AirTube-Headset. Beim AirTube-Headset ist es so, dass du ein Headset hast und irgendwo so einen Meter hier gibt es einen Übersetzer von Elektrizität in Luft und mehr oder weniger hier kommt nur Luft an. Also das ist dann überhaupt das, also tubeless heißt oder airless, ich weiß jetzt gar nicht. Also das wäre das absolut Beste. Aber das Kabelgebundene ist schon mal sehr, sehr gut. Ich verwende es auch. Und ja, es stimmt, alles, was mit Kabel gebunden ist, ihr seht es an meiner Maus, es ist mühsam, es ist manchmal anstrengend, es ist manchmal deppert, ich weiß, es ist kein Komfort, aber es ist natürlich, Funk spielt natürlich auch da rein, auch wenn es eine Bluetooth-Funkmaus ist und die strahlen an sich gar nicht so wenig. Ich habe das mal vermessen. Ja? Aber ich sage mal, in Relation immer noch weniger als wirklich so telefonieren. Ja? Okay. Und ich sage auch im Endeffekt, dass wir sind in dieser Welt ganz einfach, du kommst nicht aus. Ja, realistisch, du kommst einfach nicht aus. Deswegen vermeiden, wo es geht, zeitliche Exposition, bisschen Abstand halten, wenn es geht, die Geräte reduzieren, nicht direkt bei der Steckdose schlafen. Ganz gut, ganz wichtig, den Schlafplatz so elektrosmogfrei wie möglich und baubiologisch so gut wie möglich ausstatten, dass der Körper wenigstens in der Nacht zu seiner absoluten Ruhe kommt und sich da schön regenerieren kann. Und dann halt die ganzen anderen Punkte vom 12-Punkte-Plan. Aber ja, also... Mhm. Aber auch guter Tipp mit dem AirTube. Habe ich noch gar nicht gehört. Werde ich gleich mal nachschauen. Danke. Übrigens auch am Handy iPad und Co. sind natürlich unsere Wegbegleiter, klar. Blaufilter ist auch etwas, was ich immer empfehle einzuschalten, weil auch das Licht, das von hier kommt,
wenn das dieses blaue Licht ist, das blaue Licht ist für unser Auge unangenehmer und nicht nur unangenehmer, sogar schädlicher. Also es gibt irgendwie Studien über die chemischen Prozesse, wenn hier ein blaues Licht auftritt, versus einem Licht, das 2700 Kelvin hat. Also wenn ihr euch zum Beispiel eine LED, also das beste Licht ist die Sonne, das zweitbeste ist die Kerze, drittbeste ist die Glühbirne, das viertbeste ist die LED. Und bei der LED würde ich schauen auf flimmerfrei, auf 2700 Kelvin Farbtemperatur und CRI größer 90. CRI ist sozusagen dieses sonnenähnliche. Mhm. Steht aber eher alles in Ruhe dann zum Nachlesen auf den auf jeden Fall, ja, danke. Also ja, diese Stöpseln, ich weiß, das ist natürlich angenehm, ja, also die Laura hat auch die von Apple. Ich persönlich habe die noch nie vermessen, ja, also man muss solche Sachen dann wirklich auch konkret vermessen, ja, also ich werde das vielleicht einmal bei der Laura irgendwie machen. Die Stöpseln habe ich noch nicht vermessen, weil jedes Gerät funkt auf einer anderen Frequenz und hat eine andere Intensität der Strahlung. Also man kann nicht sagen, die sind alle gleich. Okay. Ich habe halt damals, was habe ich damals vermessen? Meine Funkmaus habe ich vermessen und mein Headset habe ich auch vermessen, ja. Wir können es mal probieren. Wäre interessant, ja. Ah ja, das sind schon. Ah ja. Also, welches Messgerät nehme ich für diese Messung? Das Niedrigfrequenz? Nö. Oh no. Hochfrequenz. Funk ist immer Hochfrequenz. Also die Funk, ja, sicher. Oh, ich will es gar nicht wissen. Sie will es gar nicht wissen. Ich glaube es. Wir legen mal das Handy jetzt weg, so, weil hier haben wir hohe Strahlung. Nein, ist mir egal. Also ist schon mal viel weniger, ja? Mhm. Aber es tut sich natürlich was. Ich geh mal noch weiter weg. Ich bin jetzt wirklich... Da ist das Handy. Mhm. Ja, aber das geht, also ich messe 380 Mikrowatt pro Quadratmeter. Also das ist jetzt, ich sage mal, viel besser, wenn ich jetzt näher hingehe, wird es wieder mehr, gell? Mhm. Also das ist natürlich viel besser als direkt mit dem Handy telefonieren. Ich persönlich würde aber auch jetzt nicht stundenlang so telefonieren mit diesen Headsets. Also, Und was ist mit Musik hören? Ist das Gleiche? Ist das Gleiche, ja. Also man kann man auch mal probieren. Kannst du mal das Handy abdrehen? Ja, stimmt, weil wenn ich mit dem Handy im Flugmodus bin, aber und Offline-Musik höre. Dann hast du immer noch sozusagen, es muss ja, der Funk ist quasi von dem Empfänger, ja, XY, also von deinem Handy, da muss ja Bluetooth eingeschalten sein, zu den Kopfhörern. Mhm. Das ist der Receiver. Und dort ist eine Funkverbindung, ja, zwischen den Zweien. Ja, sicher, die Bluetooth-Verbindung ist trotzdem da, ja, klar. Ist das jetzt auf Flugmodus? Das ist auf Flugmodus. Okay, Handy ist jetzt auf Flugmodus, ja, ich setze es jetzt. Dürfte jetzt... Bluetooth ist natürlich an. Okay, Bluetooth ist an, ja. Also bei mir ist nämlich so, wenn ich... okay. Naja, es ist schon ordentlich, ja. Oh je. Ja, also in Maßen. Genau. Sie sind aber so unglaublich praktisch. Ja, ich habe mich auch verliebt. Also ich habe sehr gern diese Kopfhörer, die auch so wirklich gut umhüllen. Ja? Also das, da gibt es ja diese Noise-Canceling-Kopfhörer, eben kabelgebunden. Und ja, manchmal ist mir das blöde Kabel auch im Weg, aber ich finde das so einen angenehmen... Also wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn die Laura irgendwas macht und mit irgendwem telefoniert und ich habe die Kopfhörer drauf, diese... Und ich mag die halt lieber als diese In-Ohr, dann fühle ich mich so in meiner eigenen Welt. Ich finde das ganz schön irgendwie, aber ja. Ja, das stimmt. Da kann man sehr viel
abschirmen von außen, das ist schon noch praktisch, ja. Ah. So, warte, ich, cool. Ich lese da nur mal kurz. Da war gerade mit Schlafcoach und Biohacker. Cooler Vortrag, danke Markus. Okay, das brauchen wir nicht. Ihr Lieben, abgesehen von Ölen, kann ich aus technischer, medizinischer Sicht und psychischer Sicht absolut jedes Detail bestätigen. Sehr guter Vortrag, LG Martin. Freut mich, danke. Ah, cool. Also er ist... Ab 20 Uhr, das heißt, ihr wart vorher nicht dabei oder erst ab 20 Uhr ist korrekt worden? Hört ihr uns? Ja, wir hören euch. Wir waren jetzt um 20 Uhr dabei. Okay, cool. Erst ab 20 Uhr stimmt alles, alles andere war Blödsinn. Nein, ich versuche ja wirklich nicht jetzt irgendwie in die eine oder andere Richtung zu übertreiben und irgendwie zu sagen, alles böse und wir werden alle tot umfallen, das tun wir nicht, ja. Aber man muss es halt schon, aus meiner Sicht, ist es gut, zumindest zu wissen, dass, was es da gibt. Ja. Ist auch Corona-konform, mindestens 1 Meter Abstand halten. Ich habe mal, ich glaube, ich habe mal... Ja, die haben wir letztens auch gesehen, die Zirbenholz, Antistrahlungsbox. Aufbewahrungsbox aus Zirbenholz gesehen, wo man das Handy aufbewahren kann. Da stand drauf, dass das Handy da drinnen nicht mehr strahlen kann. Hast du da Erfahrungen damit, beziehungsweise kennst du das Zirbelholz, die Handystrahlung zurückhält? Also das ist ein Unsinn. Also da gibt es so eine Box vom Hofer, das ist aus Zirbenholz und da stellt man das Handy rein. Also aus meiner Sicht ist das ein Blödsinn, weil der einfache Versuch ist, und wir haben das schon manchmal probiert, Handy reingestellt, angerufen, ja, dann dürfte es nicht klingeln. Es klingelt aber. Und natürlich ist das so, weil das ist jetzt kein, das Zirbenholz macht nicht irgendwas Mystisches, Mysterisches, sondern es hat seine eigene Frequenz, ja richtig, aber es kann die Senderfrequenz nicht komplett abschotten. Ja, das geht ganz einfach nicht. Was allerdings das Positive, also den Sinn verstehe ich auch von dem Teil nicht, ja, weil ich meine, stelle ich mal dann das Handy im angeschalteten Modus irgendwie 30 cm neben den Kopfpolster, das geht mir nicht ein, das ist aus meiner Sicht nicht, das verstehe, weil in der Nacht schalte ich mein Handy auf Flugmodus oder lege es von mir aus 10 Meter weiter weg, ja, wenn ich erreichbar sein muss in der Nacht. Ich meine, vielleicht bewerben sie es falsch, aber wieder diese Harmonisierung. Weil du kannst die Strahlung nicht, wenn du die Strahlung wegkriegen würdest, dann, wie der Markus sagt, dann geht das drum ja nicht mehr. Dann kann dich keiner mehr anrufen. Aber ich glaube, es geht da vielleicht, also ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Zirbenholz ist, aber ist der Intent dahinter die Harmonisierung, also so wie Genie in Wahrheit auch arbeitet. Weil Genie blockt ja jetzt nicht die Strahlung von uns ab, sondern hilft uns, unsere körpereigene Frequenz in einer Harmonie zu behalten. Obwohl wir umgeben sind von Strahlung, egal in welcher Form. Und das ist vielleicht... Also Genie ist auch jetzt... Genie hilft, ja, und ätherische Öle unterstützen uns, etc., etc. Aber das alles ist kein Freibrief, dann wieder stundenlang so zu telefonieren. Ja, das muss man schon dazu sagen. Zu der Zirbenbox mag sein, dass das in gewisser Weise harmonisiert, aber trotzdem in der Nacht aus meiner Sicht gehört das Handy entweder auf Flugmodus oder irgendwo ein bisschen weiter weg. Genauso irgendwelche Funkuhren oder was auch immer, alles weg. Wo Zirbenholz absolut super ist, ja, und das ist auch kein Mysterium und so, weil auch Lärchenholz und Fichtenholz etc. haben das, aber vielleicht nicht in der Intensität wie Zirbenholz. Also Zirbenholz ganz generell, wenn ihr ein Zirbenholzbett habt oder Zirbenholzpolster oder die Kombination dessen, das ist was absolut Wunderbares, das ist ein wunderbares Naturmaterial. Zirbe ist deswegen cool, weil sie wächst relativ hoch, ist quasi starken, widrigen Bedingungen ausgesetzt. Also sie hat schon ihre Qualitäten, ja. Aber Zirbe ist jetzt nicht irgendwie, okay, ich stelle mir die Zirbe in der Mitte des Raumes und alles ist gut, Wundermittel. Das ist es einfach nicht. Aber ein Zirbenholzbett, ich kenne es von meiner Schwester, das ist wirklich genial, das ist absolut genial, macht einen irrsinnig schönen Geruch, weil diese ätherischen Essenzen da nach und nach auch rauskommen, also und das jahrelang,
Aber es ist letztlich auch Holz. Ja? Also ich versuche es da auch da wieder in die Mitte zu kriegen. Was nicht heißt, dass ich recht habe. Aber das ist das, was ich mir über die Jahre durchgelesen habe. Und das sind meine Erfahrungen damit. Grundsätzlich Zirbenholz, absolut wertvoll, absolut genial. Wirklich ein tolles, wunderbares Holz. Ein bisschen teurer natürlich, ja? Also weil es wenige davon gibt und die Zirbe weiter oben wächst. Ja? Aber... Und das haben wir auch in den, ich liebe die Lärche, ich liebe die Fichte, die Buche, die Eiche, die Akazie. Und wenn man sie dann möglichst Vollholz lässt und möglichst mit einem Auroöl oder mit einem Leinöl oder was auch immer einölt, mit einer guten Beschichtung, dann sind Hölzer absolut wunderbar. So, was haben wir noch? Und als Schlafcoach und Biohacker kann ich euch die LED-Lampen von Philips Scene Switch empfehlen. Hier könnt ihr 3 unterschiedliche Farben einstellen. Ja, sehr gut. Super Hinweis, danke. Was ist ein Biohacker? I don't know. Hallo. Hallo. Hier spricht der Felix. Markus, wir haben gemeinsam schon mal geschrieben auf dem Messenger. Ja, hallo. Und ja, also Biohacker beschäftigt sich mit den Themen Selbstoptimierung und wie man halt seine Gesundheit stärken kann durch natürliche Mittel beziehungsweise auch durch technische Hilfsmittel. Okay, sehr cool. Super, ja. Und ja, und ich bin halt spezialisiert auf das Thema Schlafoptimierung und haben auch da macht er einfach einen kleinen Beitrag dazu mit ganz einfachen Mitteln, wie zum Beispiel diese Scene Switch. Also wir nutzen das jetzt seit circa 1 bis 2 Monaten und es ist echt toll, weil einfach dann dieses helle Licht nicht mehr ins Auge kommt und dadurch besser Melatonin produziert werden kann. Magst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, wie das funktioniert, wie das, weil ich kann mir jetzt gerade gar nichts vorstellen. Okay, also wenn man sich jetzt vorstellt, der Markus hat vorher erklärt, okay, es gibt ja blaues Licht, beziehungsweise das Sonnenlicht ist blaues Licht, also das ist die Frequenz wieder und die Wellenlänge. Und dann gibt es halt rotes oder oranges Licht, wie die Kerze oder so, die was einfach angenehmer sind. Ja, LED zum Beispiel ist auch blau, ja, prinzipiell. Und diese Lampe, die kann sozusagen einerseits am Tag verwendet werden, als auch vorm Schlafen gehen. Und die speichert sozusagen die gewissen Einstellungen, je nachdem, was man halt gerade braucht. Und der Mechanismus dahinter ist, wenn Licht auf unsere Retina fällt, dann wird es sozusagen im sogenannten suprachiasmatischen Nukleus wird es aufgenommen und der ist verantwortlich dafür, dass Melatonin produziert wird. Und das ist wieder gekoppelt mit Tageslicht und Dunkelheit. Ja? Das bedeutet, je dunkler mein Raum ist oder meine Umgebung, desto mehr Melatonin kann ich produzieren. Je heller mein Raum ist, desto mehr Serotonin produziere ich und es kann weniger Melatonin produziert werden. Ja? Und auch Cortisol wird produziert gleichzeitig, also Stresshormon. Deswegen ist es also wichtig, was der Markus vorher gesagt hat, die Blaulichtfilter zu aktivieren und dementsprechend dem Gehirn die nötige Entspannung zuzugeben, was es braucht. Genau. Das heißt, diese Lampe setzt man dann quasi wie also therapeutisch ein, also zum Beispiel vorm Schlafen gehen eine halbe Stunde oder ist das, kann ich mir das vorstellen wie eine normale Lampe? Statt genau, kannst du dir vorstellen wie eine ganz normale Lampe, die wird eingesetzt. Also statt dass ich jetzt die Lampe habe, würde ich diese nehmen und kann mir mein Licht halt einstellen, die Farbe. Genau, es gibt ja auch die Firma zum Beispiel LIFX, vielleicht kennt die jemand, die machen das gleiche mit WLAN-Kombination oder Philips macht das mit der Hue, auch mit WLAN. Haben aber dann auch sehr schnell gemerkt bei Philips, dass das, was sie machen, schon ein bisschen gesundheitsschädigend ist und haben dann diese Scene Switch entwickelt. Also das ist wirklich eine Glühbirne, die kann man normal einstecken und die hat einfach 3 Programme enthalten, wo man sozusagen einstellen kann, ob das jetzt 100% von der Lichtquelle ist oder 60 und 40, glaube ich. Und dadurch wird immer die
Wellenlänge reduziert. Mhm. Durch Lichtschalter kann man dementsprechend das programmieren. Ja, okay. Super. Cool, danke. Super, super Input. Ich habe mal sogar gehört, dass die sogenannte Lichtnahrung, also dass die Augen dahinter ATP produzieren, also da bin ich jetzt kein Fachmann, aber dass die ATP produzieren und je nach Wellenlänge des Spektrums wird hier mehr oder weniger produziert und dass du quasi über Lichtnahrung, der Term Lichtnahrung sagt uns ja vielleicht irgendwie, okay, da würden wir gar nichts essen oder so, aber dass hier Energie auch produziert wird über die Retina, über die Augen, über das, was da dahinter liegt, also ist absolut faszinierend und da habe ich auch mal so einen Vortrag gehört, also da kann man sich wirklich, und das spiegelt jetzt auch das, was du jetzt gesagt hast, in dem Bereich wieder, also ein sehr, sehr faszinierender Bereich und zeigt auch wieder, was das für ein Wunderwerk ist, mit dem wir es da zu tun haben. Wir haben diese Augen und denken uns, naja, mein Gott, die Augen, ja, was soll das? Also, okay, da können wir sehen, ja, aber was da dahinter steckt, allein wenn ich mir denke, CAI-Faktor, flimmerfrei, die Wellenlänge, das Blaulicht, das ist schon sehr interessant, was sich da einfach tut und wie Einzelteile wirklich auch wichtig sind. Also, sehr spannendes Thema. Danke für den Input. Eins möchte ich noch sagen dazu. Man kann natürlich auch das Blaulicht positiv einsetzen. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist es wichtig, dass man Serotonin produziert. Und zwar deswegen, wenn man dann über den Tag hinaus mehr Melatonin produzieren kann. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man in der Früh schaut, dass man das ganze Sonnenlicht aufnimmt, das ganze Spektrum in der Früh beim Sonnenaufgang vor allem, und dann über den Tag hinauf, wenn man die Möglichkeit hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man mehr Serotonin produziert hat und dadurch dann nachher auf einer gewissen Zeit sinkt dieser Wert und Melatonin steigt an. Ja? Also das Problem zur heutigen Gesellschaft ist, dass die Leute zu wenig rausgehen und dass dieser Effekt des Aufnehmens von Sonnenenergie und von natürlichem Licht nicht mehr dazu führt, dass Melatonin produziert wird. Und wenn wir dann in diese künstliche Lichtquelle hineinschauen, dann wird diese Melatoninproduktion unterdrückt. Und das führt dann zu Schlafproblemen oder beziehungsweise Einschlafproblemen. Super, danke. Ja. Sungazing. Ja. Bitte? Sungazing, also dieses in die Sonne schauen, ist ja wieder eine eigene Praxis. Ja, genau. Es ist ja auch so, Das hat der Jens Schurer in seinem Vortrag auch so schön. Wir über Jahrtausende, über mehrere zehn Jahrtausende, ja Millionen, sind wir als Mensch, waren wir viel draußen. Wir haben schwer gearbeitet draußen. Wir waren dem Sonnenlicht ausgesetzt. Wir haben geschwitzt. Wir haben in der Erde gearbeitet. Wir haben im Meer getan, etc. Ja, wir waren ja der Natur direkt ausgesetzt. Und seit 40 Jahren sitzt man im Büro, da gibt es kein Licht, nur ein künstliches Licht. Wir haben das Vitamin D durch die Sonne nicht mehr. Wir sind Belastungen nicht mehr ausgesetzt. Er erzählt das zum Beispiel, dass in der Kniescheibe das wichtig ist, dass hier sozusagen der Detox-Prozess stattfinden kann, wenn das hier rausgepresst wird. Also das sind solche enorm faszinierenden Dinge, wo wir uns denken, wenn wir ein bisschen mehr leben würden wie vor 100 Jahren, in gewissen Teilbereichen zumindest, ich weiß, in vielen Bereichen ist es nicht möglich durch unsere moderne Arbeitsstruktur, aber wenn wir das ein bisschen integrieren, ja, dann haben wir fürs Immunsystem und für den gesamtkörperlichen Zustand schon sehr, sehr viel gewonnen. Also wirklich, wirklich auch ein sehr empfehlenswerter Vortrag, was das angeht. Und er sagt auch, das, was ich auch immer versuche, nicht dogmatisch in irgendeiner Richtung zu sein und zu sagen, das eine ist es, ja, sondern es ist die Summe aus vielen Teilen. Und da spielt eben der Kopf mit, da spielt der Körper mit, da spielen die ätherischen Öle mit, da spielen die Kräuter mit, da spielt die Ernährung mit und. Also, ja. Ja, das stimmt. Also man sollte da ganzheitlich denken, ja.
Ich hätte noch eine Frage. Und zwar gibt es ja bei Handys, ja, kann man so Sticker draufgeben. Ich weiß nicht, ob Sie die kennt. Kannst du irgendwas dazu sagen, ob das, wie das wirkt oder ob das was bringt oder ob es da bessere Lösungen gibt, wie man das Handy entstören könnte? Also die Laura hat sowas, sie kann dann dazu selber auch was sagen. Aus meiner Sicht ja und nein. Kommt drauf an, was es ist. Es gibt schon Harmonizer, die auch funktionieren, aber da auch wieder bitte, das ist kein Freibrief. Ja? Mhm. Weil wenn es ein Freibrief wäre, dann würde es nicht funktionieren. Ja? Und es funktioniert aber. Das heißt, diese Energiedichte, ja, das kann ich nach wie vor auf dem Handy messen. Und ganz ehrlich, 3 Mikrowatt in guter, harmonisierter Strahlung und in böser, nicht harmonisierter Strahlung zu unterteilen, da erlaube ich mir kein Urteil. Ich sehe das, was ankommt. Ja, und ich sehe das, wie eine gewisse Frequenz oder wie ein Spektrum, also quasi eine Wellenlänge mit einer gewissen Energie hier auf unsere Zellen und hier auf unseren Gesamtkörper wirken. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber natürlich, es gibt Produkte, die gut harmonisieren. Es gibt übrigens auch Produkte, die sozusagen in der molekularen Struktur eines Bereiches, also da gibt es so Steine oder wo auch immer, wo das Kristallin molekular eingebaut wurde. Plasfur zum Beispiel ist so eine Firma. Und diese Terwitzer, der Bernd, glaube ich, Terwica, der hat übrigens am kommenden Montag einen Vortrag. Also wenn euch das interessiert, der weiß sicher viel, viel mehr drüber als ich. Magst du was dazu sagen? Also ich habe eben diesen Terwica-Sticker und wieder, was bei diesen Sachen ist, also wie es der Markus eh schon sagt, die können nicht die Strahlung abblocken. Was die aber machen, und das kann man messen mit Techniken wie zum Beispiel dem kinesiologischen Muskeltest, kannst du testen, wie, und ich habe es getestet, nachdem ich diesen Terwica-Sticker eben da draufgegeben habe, es ist kein Freibrief, ja, aber was es macht, das ist, ich vergleiche es auch immer gern mit dem Genie, weil im Prinzip macht auch das Genie in gewisser Weise das hält die Strahlung ja nicht ab von mir, ja, genauso wie der Sticker, aber es ändert, wie diese Strahlung in meinem Körper ankommt und welche Auswirkungen sie hat. Das heißt nicht, dass dadurch, ja, der Freibrief, dass ich so telefoniere, das ist garantiert nicht, aber es verbessert quasi diese Situation und das ist eben, wie gesagt, durch Muskeltests zum Beispiel nachweisbar. Mhm. Also es geht immer darum, das, was wir schon haben, diese Mittelchen sind nur Lösungen, um den Effekt auf unseren Körper letztendlich ein bisschen abzuschwächen. Mhm. Macht die Summe all dieser, sei es die Sticker, sei es das, sei es Öle, sei es was auch immer. Hilft einfach den Körper wieder mehr zu regulieren und stabil zu machen, dass er nicht so sehr mit dieser Strahlung zu kämpfen hat. Also auch da wieder das, was ich auch gesagt habe und das, was im 12-Punktes-Plan wirklich detailliert da drin steht. Das Handy ein bisschen weiter weglegen, ein bisschen weniger verwenden, ein bisschen weniger, also nicht 5 Stunden rein. Ja? Also einfach Technik ist grundsätzlich was absolut Tolles. Wenn es Technik nicht gäbe, könnten wir hier so nicht sitzen. Also danke, danke Technik. Sonst könnten wir in Fuerteventura nicht Amoha-Business zum Beispiel machen. Ja? Also wirklich an der Stelle absolutes Danke. Ich sehe es ganz einfach so, im sinnvollen Maße einsetzen und wenn darüber hinaus der Elektrosmog ganz einfach da ist, ja, dann kann man schon durchaus sagen, okay, wenn man dem nicht auskommt, dann gibt es eben Zusatzdinge, wie zum Beispiel jetzt diese Glühlampe zum Beispiel von Philips, dann gibt es die ätherischen Öle, dann gibt es Genie, dann gibt es verschiedene Mechanismen, die uns da unterstützen können. Ja. Aber habt ihr schon mal so einen Muskeltest ausprobiert mit einem Öl, also das Öl verwendet und dann vielleicht also das Handy in der Hand ohne Öl und dann mit dem Öl, ob das irgendwas verändert? Also ich habe es nicht mit dem Handy, aber wir haben es damals gemacht mit Idaho Blue Spruce.
Was ja von der Frequenz her die höchste Frequenz hat. Also die wurde gemessen, man hat ja lange geglaubt, Rose schwingt auf der höchsten Frequenz und ist draufgekommen, es ist Idaho Blues, Blues sogar noch höher, bei, ich glaube, 480 Hertz. Und da haben wir tatsächlich einen kinesiologischen Muskeltest gemacht mit Auftragen, also mit Vorhaar. Noch dazu dann auch der Test mit einer Person, die einen Kaffee getrunken hat. Was war die Vorhaar, weil Kaffee die Frequenz des Körpers wieder senkt. Also wir haben verschiedene Personen im Zuge eines Kurses bei meiner Mom getestet und haben dann also ganz starke, eben durch diesen Muskeltest, ganz starke Reaktionen gekriegt, nachdem, also ich weiß nicht, wie lange wir gewartet haben, ich glaube 10 Minuten oder so, eben was der Markus beschrieben hat, auch diese 20 Sekunden, 2 Minuten, 20 Minuten, bis das Öl halt gewissermaßen sich ein bisschen ausgebreitet hat und haben dann tatsächlich starke Reaktionen gekriegt. Wobei zum Beispiel bei jemandem, der gerade einen Kaffee getrunken hat, der Muskel natürlich total schwach reagiert. Und also da ist zum Beispiel auch, wenn man gerade einen Kaffee getrunken hat, kann man sich Idaho Plus Plus, um den Körper wieder ein bisschen zu boosten. Aber es sicher wäre interessant, das auch mit dem Handy und mit Ölen zu machen. Also. Darf ich kurz was dazu sagen? Ich habe damals, ich glaube vor 15 Jahren, meine Amalgamplomben ausgeleitet und das habe ich zuerst gemacht mit Bioresonanz. Und da dürfte aber noch was drinnen geblieben sein. Ich habe es dann ausgeleitet, weil da muss man ja aufpassen, wenn man Amalgam ausleitet auf einmal. Und ich habe es dann zusätzlich mit Kinesiologie ausgeleitet. Und da war es so, dass sie eben da noch was gefunden hat. Und da hat eben auch der Muskeltest angeschlagen. Also war sehr interessant. Und ich glaube auch, dass wenn man zum Beispiel jetzt vor der Entscheidung steht, welches Öl ich für irgendwas verwende, meine Schwester zum Beispiel pendelt das dann aus, wenn sie weiß, okay, also zum Beispiel Rose oder Jasmin, ja, die sind sicher in gewisser Hinsicht ähnlich. Oder von mir aus Idaho Blue Spruce oder Sacred Mountain oder Balsam 4. Ja, dann glaube ich, dass zum Beispiel so ein, wo zieht es dich dann noch mehr hin, dass so ein Test hilfreich sein könnte, ja. Wie ist es eigentlich bei Strahlung von natürlichen Materialien wie Steinen oder auch so radioaktive Strahlung, die ja im Erdreich oder auch ja, in Lebensmitteln vorkommen kann? Also richtig, Strahlung ist grundsätzlich, ohne Strahlung würde es kein Leben geben. Also ohne Radioaktivität gibt es keine. Radioaktivität ist nicht das Schlechte, ja, das irgendwie Fukushima und schlecht und bei. Kosmische Strahlung, elektromagnetische Strahlung, radioaktive Strahlung ist oftmals nur ein sozusagen dasselbe auf einer anderen Frequenz. Ja, weil radioaktive Strahlung ist ganz einfach auf einer sehr, sehr viel höheren Frequenz als zum Beispiel WLAN oder was auch immer. Ja. Und also Radioaktivität ist ein bisschen was anderes. Aber im Grunde auch da grundsätzlich fürs Leben, genauso wie der Elektromagnetismus, fürs Leben notwendig ist. Also wenn wir den Elektromagnetismus nicht hätten, dann könnten wir als biochemisches System nicht funktionieren. Mhm. Und genauso ist die natürliche Radioaktivität da, die ist ganz einfach auf der Erde messbar, die ist da. Und aber ein zu viel ist wieder das Problem. Also wenn du heute irgendwie nach Fukushima gehst zum Reaktor und du gehst dort Mittagessen direkt ganz daneben hin, dann wirst du nicht sterben. Ist nicht das Problem. Aber wenn du dort irgendwie 4 Wochen Urlaub machst, direkt im Reaktor, dann wird es zum Problem. Also auch da wieder zeitliche Exposition und Exposition im Abstand. Zum Beispiel Tschernobyl wurde so saniert, dass man die Leute irgendwie reingeschickt hat. Die haben was gemacht und dann sind sie wieder Wochen auf Urlaub gegangen. Dann hat man es wieder reingeschickt. Ja. Genauso wie zum Beispiel beim röntgentechnischen Assistenten darf ein gewisser Maximalwert, der kumulativ ist, nicht überschritten werden. Genauso wie, wie ich das gesagt habe bei dem Beispiel, über die Polkappen fliegen. Ja, also du darfst nicht 365 Tage über die Polkappen fliegen. Das hältst nicht lang aus. Das wird nicht ewig gehen zumindest. Ja, das ist... Und ich sage mal, ja, gewisse Dinge strahlen und es gibt ja zum Beispiel auch
wirklich, wirklich gefährliche Pflanzen. Ja? Also der Bärenklau zum Beispiel, wenn du da dran streifst, na, der macht große Pusteln. Also es gibt ja, die Natur ist ja auch nicht jetzt irgendwie so, wo wir sagen, alles eitel Wonne. Ja? Also alles nur toll und nur, weil es von der Natur kommt, ist die Chemie, so, weil das ist ja auch Chemie. Also das kann schon, das kann schon wirklich heftig sein. Ja? Muss man halt einfach ein bisschen abwägen und schauen. Und, ja, und genauso ist es natürlich auch bei ätherischen Ölen. Das ist schon etwas sehr Potentes und man muss es irgendwie quasi sinnvoll einsetzen. Niemand würde dieses Öl Clarity, ja, 15 Milliliter, so trinken. Ja, das macht ja niemand. Also und genauso in der Natur, aber ich sage mal ganz ehrlich, wenn in der Natur, ich weiß auch nicht, von wegen Stein, der strahlt, ja, muss man sich anschauen, was das genau ist. Aber im Normalfall, so wie wir leben, wo wir leben, ist es im Normalfall okay. Es gibt zum Beispiel auch eine Radonstrahlung vom Boden. Das heißt, es gibt, wenn du zum Beispiel ein Haus baust und du bist mit einem Baubiologen verbunden, dann sagt er, okay, miss einmal zum Beispiel, wenn du hier einen Keller machst, miss einmal die Radonstrahlung. Wie ist eigentlich die Radonstrahlung? Ist das ein sehr belastetes Grundstück oder nicht? Ja, im Normalfall weiß man das nicht, weil es niemanden interessiert, weil kauft einfach irgendein Grundstück und baut dann ein Haus hin. Aber das sind schon Überlegungen, die durchaus da reinspielen. Ja. Mhm. Das wird wahrscheinlich wieder das mit dem Zirbenholz untermalen. Ja, Erwin Thoma, also einer der Vorreiter, was angeht, also ich sage mal Massivholzbau. Und da ist natürlich Vollholz ganz super. Also Vollholz genauso wie auch ein dickes Lehmhaus. Also das ist auch wieder, wenn man sich die Natur, so wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn man sich die Natur möglichst reinholt. Das heißt, draußen wächst ein Baum und in der Erde ist Lehm. Und dann ist noch die Wiese und dann ist der Himmel und das Feuer und was es da alles gibt. Ja? Wenn man sich das möglichst in den Wohnraum holt, dann ist das einfach ein sehr gut baubiologischer, ökologischer Wohnraum. Und natürlich schützt, unter Anführungszeichen, kann der ganz gut von außen abschirmen. Ja? Wunder kann es auch nicht bewirken, aber es kann sehr, sehr gut abschirmen. Genauso wie zum Beispiel auch Lehm gewisse Schadstoffe aus der Luft binden kann und die Luftfeuchtigkeit regulieren kann und Schall absorbieren kann aufgrund dieser ungleichen Oberfläche. Und Holz kann natürlich auch elektrosmogtechnisch schützen. Ja, ist richtig. Gibt es auch also diverse Studien, wo man wirklich so ein Blockhaus zum Beispiel hat oder der Thoma baut ja diese breiten Vollholzdinger, die also das ist schon sehr gut, ja. Dazu könnt ihr gut was sagen, falls ihr mich hört. Ich höre dich ein bisschen. Probier's nochmal und geh ein bisschen näher zum Mikro, bitte. Ja, hört ihr mich jetzt? Ja. Super. Was ich damit sagen wollte, ist, dass diese Zirbenholzbox vermutlich nur einige Millimeter oder Zentimeter dick ist und somit sicher wenig funktioniert. Allerdings ab einer Wandstärke von 50 Zentimeter Vollholz stürmt es jegliche Funkstrahlung ab. Einfach als Fakt am Rande. Ja. Der baut 30 Bunkern aus Holz mittlerweile. Ja. Also bei 50 cm Vollholz, da braucht man sich sowieso keine Sorgen machen um überhaupt nichts mehr, weil 50 cm Vollholz ist so massiv und so heftig. Also das ist Wahnsinn, ja. Das ist wirklich. Ja, also. Was ich raus wollte, ist, dass ich glaube, dass das einfach ein Marketing-Gag von Hofer ist, speziell mit der Zirbenholzbox. Ja, sicher. Es wird auch mit Zirbenholz, ich sage einmal, das gute Material, die guten Eigenschaften werden oftmals vom Marketing so übertrieben, dass genau. Du dir schon denkst, Halleluja, um was geht's da eigentlich? Ja? Und ich denke,
ja, Zirbenholz ist genial, ja, Fichte ist genial, ja, Lärche ist genial, aber bitte, man muss es ja nicht so, man muss ja Zirbenholz jetzt nicht als den absoluten mystischen Gott hinstellen, ja, also ich bin, ja, so sehe ich das. Aber an das ist wahrscheinlich angelehnt und dann haben sie gesagt, na, machen wir so eine Box und ja, und natürlich, weißt du, dann kannst du viel, viel mehr verlangen. Natürlich, Zirbenholz wird auch viel weniger geschlägert. Gibt es viel weniger als Fichte und Lärche. Lärche ist schon mal teurer als Fichte und Zirbenholz ist auch nochmal teurer als Lärche. Also, ja, also ich will da niemandem irgendwie auch was schlecht reden oder so. Und hat absolut seine Wirkung. Aber wenn ich mir zum Beispiel irgendwie denke, ein Vollholz, also die Leute früher, ja, wenn sie in Kanada zum Beispiel waren, ich meine, der hat das Holz genommen, was halt vor Ort war. Ja. Genau mit dem Holz hat er sich sozusagen die Blockhütte gebaut und genauso mit den Steinen hat ein Schotte sein Haus gebaut, das, was halt da war. Ja. Und das ist dann schon oftmals auch das sehr, sehr gute Material, wie man auch sagt, die quasi Unkräuter, es gibt ja keine Unkräuter, aber die quasi Unkräuter, die vor deinem Haus wachsen, die haben ja auch einen Sinn. Also ja, ein bisschen überzogen. Sorry. Nein, der Vortrag war um 9 aus und wir behalten dieses Quatschformat. Ja. Das finde ich gut. Ich tue jetzt einmal die Aufzeichnung. Genau.